So, hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Online-Zentralübung von unserem Kurs OP in diesem Wintersemester. Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ähm, wenn Sie wollen, können Sie gerne auch kurz Hallo sagen. Ein paar von Ihnen machen das ja schon und weil das der einzige Kanal ist, mit dem wir im Moment kommunizieren können, machen Sie das einfach im Chat. Also schreiben Sie kurz Hallo rein, schreiben Sie grundsätzlich immer, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Anmerkungen haben, einfach in den Chat. Ähm, Sie erkennen es an meinem leicht erhobenen Blick. Ich schaue auch immer auf den Chat drauf und antworte Ihnen dann gerne auch bei etwaigen Fragen. Ähm, nachdem wir uns heute schon das erste Mal in äh, dem Hörsaal getroffen haben, endlich wieder in Präsenz, ähm, machen wir jetzt wieder eigentlich das, was wir die ganzen äh, letzten drei Semester, oder zumindest wir an der Uni Regensburg, sie sind ja vielleicht zum Teil noch ganz neu, ähm, eher mit so einem bisschen Widerwillen gemacht haben, nämlich digitale Lehre im www online, weil ähm, Manche Dinge nämlich ziemlich gut dabei oder da drin funktionieren. Und diese Zentralübung, in der sie jetzt sind, das ist eine Lehrveranstaltung, die freiwillig ist, die so ein bisschen die Lücke zwischen Vorlesung und in praktischen Übungen schließen soll. Und die funktioniert eigentlich ganz gut, weil ich möchte nämlich mit ihnen programmieren. Ich möchte ihnen Dinge zeigen. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam über den Chat diskutieren, wie man vielleicht bestimmte Programmierprobleme am besten löst. Und ich möchte vor allem praktisch mit Ihnen arbeiten, ihnen Dinge demonstrieren. Und das funktioniert am besten, wenn ich hier ein gutes Setup habe, wenn ich Dinge gut vorbereiten kann und wenn ich da vielleicht nicht unbedingt im Hörsaal im Stehen auf einem alten Laptop rumtippen muss. Deshalb. Dieses Format, vielleicht auch für Sie ganz angenehm, weil Sie das dann äh, am Abend sich, wenn Sie möchten, direkt live anschauen können oder vielleicht die Aufzeichnung anschauen können. Ähm, ist vielleicht ganz angenehm. Schauen Sie einfach mal, ob das was für Sie ist. Ich glaube, ähm, es macht ganz viel Spaß. Es kann auch gerne ein ähm, bisschen informeller sein, als ähm, das im Hörsaal möglicherweise ist. Ich werde Sie weiterhin sitzen, weil sonst wird es ganz komisch. Ähm, und Sie benehmen sich natürlich auch im Chat und machen da keinen Unsinn. Aber ähm, Vielleicht ein bisschen weniger formell, als es im Hörsaal wäre. Wir machen jetzt heute im Stream vielleicht so eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger, ähm, holen ein paar Sachen nach, die wir in der Vorlesung nicht gemacht haben, schreiben unser erstes Programm und wie lange wir das dann in ähm, den nächsten Wochen machen, kommt auch so ein bisschen auf Sie an. Also ich. Ich werde jetzt hier nicht bis Mitternacht mit Ihnen sitzen, aber so ein, zwei Stunden ähm, könnten wir das theoretisch immer machen. Dann bleiben Sie einfach so lange da, wie Sie in, wie Sie interessiert. Ähm, und äh, danach ähm, schauen Sie sich dann, wenn Sie was verpasst haben, vielleicht einfach noch die Aufzeichnung an. Okay, ähm, Sie sind schon fleißig am äh, Schreiben äh, im Chat. Ähm, donaten müssen Sie nicht. Ich werde ja glücklicherweise vom Staat bezahlt. Ähm, was wir heute machen oder insgesamt in der Zentralübung machen, habe ich Ihnen schon erzählt. Und eine Sache, die ich Ihnen nicht erzählt habe, die aber hier auch ab und zu mal stattfinden wird, sind so ein paar organisatorische Hinweise, die ich einfach noch gebe. Also wenn ich in den drei Stunden, vier Stunden zwischen Vorlesung und ähm, dieser Übung irgendwas erfahren habe, was wichtig für Sie ist, dann gebe ich das jetzt weiter an Sie. Heute ist es tatsächlich auch so, dass es ein paar Informationen gibt, die nochmal wichtig geworden sind. Wir haben die Übungsplätze vergeben. Das heißt, wenn alles geklappt hat bei Ihnen, sehen Sie jetzt im Vorlesungsverzeichnis, welche Übung Sie auf morgen besuchen sollen, dürfen oder können. Machen Sie das auch bitte. Besuchen Sie nur die Übung, für die wir Sie zugewiesen haben. Und wenn es da irgendwelche Probleme gibt, Sie haben es vielleicht in Discord schon mitbekommen, dann schreiben Sie uns schnell, dann kümmern wir uns darum. Aber ich glaube, ich, ich hoffe, für den Großteil der Teilnehmer und Teilnehmerin hat das halbwegs geklappt. Können Sie ja mal in den Chat reinposten. Eins vielleicht für die Leute, die schon Übungsplatz haben und sich ganz sicher sind, wo sie äh, ab morgen oder übermorgen dann hingehen müssen. Und zwei für die Leute, bei denen es Probleme gab. Aber ich glaube, das, das schaut alles gut aus, bis auf wenige Ausnahmen. Also die Leute, die jetzt ein Problem noch haben, einfach bei uns im Discord melden. Okay. Ähm, wir haben im... Ähm, ja, wenn, wenn Sie gar nicht hier sind, da können wir auch mal fragen, wer ist denn hier ähm, der, der gar nichts mit unserem Kurs zu tun hat? Ein, zwei Leute vielleicht, ähm, dann bleiben Sie einfach wie immer gerne hier. Ähm, hören Sie sich das an, helfen Sie uns. Äh, Sie kennen das ja schon aus den anderen Semestern. Ähm, wir haben ähm, auch hier äh, wie, wie im, heute in der vorlesung auch äh, nicht nur mich sondern ähm, auch äh, andere leute die jetzt hier in diesem stream vielleicht nicht so im vordergrund äh, direkt zu sehen sind aber im hintergrund äh, ist jürgen da der hat ja gerade auch was geschrieben in den chat rein der antwortet gerne auch auf fragen die im chat reinkommen und ab und zu ist bestimmt vielleicht auch ein tutor oder eine tutorin da also selbst wenn ich irgendwie Ihre Fragen nicht mitbekomme, ähm, gibt es immer jemanden, der vielleicht äh, dann schneller als ich äh, Ihnen direkt antworten kann. Also nochmal der Hinweis auch, ähm, gerne Fragen, 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 nicht nur in der Vorlesung, in der Übung, auch hier im Stream. Ähm, auch wenn das jetzt hier ein bisschen asynchroner ist oder nicht so wirklich bidirektional, die Kommunikation. Ähm, ich würde das Ganze gerne am liebsten mit Ihnen machen und Ihnen nicht nur stur irgendwas vorprogrammieren. Okay, ähm, dann würde ich sagen, legen wir vielleicht einfach direkt mal los. Und ich würde versuchen einfach an dem Punkt anzufangen, an dem wir in der Vorlesung aufgehört haben. Wir haben uns ja relativ ausführlich äh, mit organisatorischen Dingen beschäftigt. Ich habe irgendwie versucht, Ihnen so grob zu sagen, was eigentlich Programmieren ist. Ähm, weiß nicht, ob das geklappt hat, aber... Wenn es jetzt praktisch wird, äh, schließen sich da vielleicht die Lücken äh, dann auch äh, relativ schnell. Und ich würde jetzt gerne ganz kurz ähm, nochmal mit Ihnen über diese erste Programmierumgebung sprechen, die wir benutzen werden. Das ist diese Bouncer-Umgebung, äh, mit denen wir wirklich die Grundlagen lernen werden und dann auch die gleich ähm, praktisch verwenden. Das heißt jetzt, die nächsten Schritte sind ganz kurz nochmal ein bisschen Folien. Hm, nochmal zu diesem Thema Bouncer. Äh, dann. Zeige ich Ihnen kurz ähm, so die wichtigsten Dinge, die Sie sich merken müssen, um Ihr eigenes Setup auf Ihrem Rechner einzurichten, damit Sie auch in den Übungen mitmachen können? Und dann bauen wir unser erstes Programm. Heute ähm, oder hier in der Zentralübung müssen Sie nicht unbedingt zu Hause irgendwie am Laptop oder am Computer mitprogrammieren. Ähm, Sie können auch einfach mir im Chat helfen beim Programmieren, das reicht völlig. Ähm, bevor wir jetzt loslegen, vielleicht ganz kurz noch die Frage, klappt das alles von der Technik? Können Sie mich verstehen? Ähm, können Sie mich hören, sehen? Schreiben Sie mal was in den Chat rein. Okay, das scheint zu funktionieren. Perfekt. Wenn irgendwas äh, nicht klappt, ähm, einfach melden. Ähm, so wie heute in der Vorlesung wird es vielleicht ein, zwei Wochen dauern, bis wir wieder uns in das Semester irgendwie so ein bisschen... Eingearbeitet haben, dann ähm, klappt das aber immer reibungsloser. Okay, dann ähm, legen wir mal los. Ich habe äh, ein paar Folien ähm, noch mitgebracht. Wir setzen, wie gesagt, jetzt einfach direkt ähm, am Ende der Vorlesung äh, wieder an. Jetzt muss ich nur noch ganz schnell dafür sorgen, dass ich auch die Folien weiterschalten kann. So. Ähm, Kamera ist zu weit weg vom äh, Gesicht. Okay, da kann ich jetzt im Moment leider nichts mehr machen, aber äh, können wir für die nächste Übung noch, äh, für die nächste Zentralübung uns noch anschauen. Jetzt sehen Sie mich eh nicht mehr, weil wir jetzt noch ein paar Folien durchgehen. Und wenn Sie sich erinnern äh, an die Vorlesung, dann haben wir äh, ja. Am Ende uns ganz kurz noch diesen Roboter-Bouncer angeschaut, ähm, der für uns jetzt so dieser Einstieg in die Programmierung ist. Nochmal, warum fangen wir nicht gleich mit richtigen Java in Anführungsstrichen an? Weil wir erstmal den Problemhorizont so ein bisschen reduzieren möchten. Wir wollen uns erstmal auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich mit dem Aneinanderreihen. Passender Befehle, kleine Problemstellungen lösen und wir erweitern das dann relativ schnell im Laufe des Semesters auf in Anführungsstrichen richtiges Java. Wir verwenden auch hier Java, aber wir können wesentlich weniger machen, als äh, man normalerweise mit Java machen kann, denn mit so einer Programmiersprache wie Java können Sie eigentlich jedes erdenkliche Computerprogramm schreiben. Wir können nur ganz bestimmte Computerprogramme schreiben, nämlich Programme, die diesen kleinen Roboter. Durch eine zweidimensionale Welt führen. Zur Erinnerung, das ist Bouncer, kleiner gelber Roboter, ähm, wohnt in einer äh, zweidimensionalen Welt, in einem Koordinatensystem. Ähm, in diesem Koordinatensystem begegnet Bouncer immer unterschiedlichen Herausforderungen, je nach Übungsaufgabe, die wir Ihnen stellen. Diese Herausforderungen sind dadurch definiert, dass bestimmte Felder nicht betreten werden können. Das sind diese schwarzen äh, Felder, dass andere Felder, wie zum Beispiel jetzt hier, dieses grüne und dieses rote Feld, farblich markiert sind, um vielleicht irgendwelche Wege vorzugeben oder andere Kennzeichnungen in dieser Umwelt zu hinterlassen. Ähm, Bouncer. Kann ganz, ganz wenig Dinge tun. Er kann äh, sich um seine eigene Achse drehen, um 90 Grad, nur nach links. Das wird unser erstes Problem auch sein. Und er kann ähm, sich ein Feld nach vorne bewegen, immer in seine Bewegungsrichtung. Auch das kann er nur dann tun, wenn äh, die Umwelt das auch zulässt, das heißt, wenn er vor einem freien Feld äh, tatsächlich steht. Wenn er dann auf irgendeinem Feld steht, dann kann er zum Beispiel auch äh, die Farbe von diesem Feld entfernen oder ein Feld neu einfärben. Das ist so im Wesentlichen das, was dieser kleine Roboter kann, und mit diesem Set an Funktionen oder an Features werden wir jetzt so ein paar kleine Probleme lösen. Ähm, gerade habe ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Sie werden gleich bei unserem ersten Programm sehen, dass die Welt von Bounce ein bisschen größer ist. Das sind diese 15 mal 15 Felder, in denen Bounce sich bewegen kann, und das wird jetzt immer so funktionieren, dass wir Ihnen eine Welt von Bouncer vorgeben in Form von einem IntelliJ-Programm, also von einem Projekt für äh, diese Entwicklungsumgebung, die wir einsetzen. Und wenn Sie dieses Programm das erste Mal starten, dann wird Bouncer an einer bestimmten Stelle äh, in dieser Welt auftauchen und wird ähm, eine jeweils unterschiedliche Welt vorfinden. Das sind dann vielleicht manche Felder markiert, manche nicht. Ähm, und sie kriegen dann von uns eine ganz bestimmte Aufgabe, ein ganz bestimmtes Ziel, zum Beispiel Bouncer zu einer bestimmten Stelle lotsen, Bouncer aus einem Labyrinth herausführen, ähm, bestimmte Felder markieren. Und das ist immer das Gleiche. Also Problemstellung: Bouncer taucht irgendwo in dieser Welt auf mit ähm, einer bestimmten Konfiguration dieser Welt und ähm, sie lösen ein Problem. Das ist nicht von uns, ähm, diese Idee. Ähm, diese grundsätzliche Idee, mit so einem kleinen Roboter mit sehr reduziertem Funktionsumfang programmieren zu lernen, ähm, die ist schon relativ alt, 40 Jahre mittlerweile. Ähm, und die ursprüngliche Idee oder dieses ursprüngliche Konzept heißt Carol. Das ist ein ganz einfacher, ähm, ganz einfacher kleiner Roboter, der mit unterschiedlichen Programmiersprachen Anfängern und Anfängerinnen diesen Zugang erleichtern soll. Vielleicht gleich mal eine Frage. Hat davon ähm, irgendjemand schon mal gehört? Vielleicht... Haben Sie ja tatsächlich auch an der Schule mal Informatikunterricht oder so gehabt. Ähm. Kennt jemand äh, Carol? Carol, ja, kennen ganz, ganz viele Leute. Ähm. In der Regel versuchen wir übrigens, weil das gerade im Chat die Frage war, allgemeine Lösungen zu finden. Also heute am Anfang ähm, vielleicht nicht so direkt, weil wir... Gleich anfangen werden Befehle einfach nur aneinander zu reihen, aber eigentlich streben wir immer nach so allgemeinen Lösungen. Ganz viele Leute finden äh, oder kennen Carol schon, das ist super. Ähm, wir haben das mal nachprogrammiert vor einiger Zeit in Bouncer und der einzige Grund dahinter ist, ähm, dass wir ein paar Sachen spezieller machen können, ähm, dass wir ein bisschen forschen können, weil wir. Ähm, wenn wir möchten, uns anschauen können, wie sie programmieren. Machen wir nicht, wenn wir Ihnen das nicht vorher sagen. Und vor allem haben wir diesen Carol-Klon ähm, auf Technologie äh, aufgebaut, ähm, mit der Sie auch später im Laufe des Semesters arbeiten werden. Also wenn wir die Grundlagen geklärt haben, ähm, entwickeln wir ein bisschen komplexere Projekte und Programme. Und die Technik, die wir da einsetzen, die Umgebung, die wir einsetzen, das ist die gleiche, aus der auch Bouncer heraus entwickelt worden ist. Da sehen wir dann am Ende ein paar Parallelen okay also bouncer oder carol äh, kennen tatsächlich so ein paar leute ähm, das ist super und was wir jetzt machen werden ist wir schreiben programme für einen bouncer wir steuern den durch die welt und das machen wir indem wir ein computerprogramm schreiben das gestartet wird und das eine menge von befehlen beinhaltet die bouncer dann nach und nach abarbeitet ähm, Dabei ist es ganz wichtig zu wissen, dass Bouncer nur eine ganz bestimmte Anzahl an Befehlen und später auch Fragen versteht. Also, ich habe gerade schon so ein bisschen was gezeigt, er kann sich irgendwie bewegen und drehen. Ähm, wir werden gleich sehen, er kann uns auch sagen, ob er vor einem Feld steht, was frei ist, was er betreten kann oder vor einer Wand steht oder so. Aber es gibt nur ein ganz bestimmtes Set an Befehlen, das dieser Roboter versteht. Sie können ihm nicht alle Befehle geben, sondern nur die, die er wirklich besteht. Und wenn wir jetzt ein Bouncer-Programm schreiben, dann nehmen wir diese Befehle, wir schauen uns an, wo steht Bouncer, wo möchte er hin und wir nehmen die richtigen Befehle in Anführungsstrichen, ähm, die notwendig sind, um aus dieser Ausgangssituation Bouncer an die beliebige Stelle zu führen oder ähm, wenn Sie jetzt sich nochmal an diese formale Definition von Programmieren ähm, erinnern aus der Vorlesung, wir überführen Bouncer von einer wohldefinierten Ausgangssituation zu einem gewollten und ebenso wohl definierten Endergebnis. Und dazu schreiben wir einen Algorithmus. Ähm, wenn wir so ein Programm starten, ähm, dann gibt es eine bestimmte Stelle in unserem Programm, wo Bouncer loslegt und dann alle Befehle, die... Ähm, dort aufgelistet sind, in der genau angegebenen Reihenfolge abarbeitet. Nur dann, wenn in der Situation, ähm, in der Bouncer sich gerade befindet und dann diesen Auftrag bekommt, seine Umgebung das auch zulässt. Also wenn Sie Bouncer den Befehl geben, sich nach vorne zu bewegen, vor ihm aber kein freies Feld ist, dann äh, funktioniert das nicht und dann kann dieser Befehl nicht ausgeführt werden. Wir machen das, auch wenn wir uns hier ganz bewusst auf einen kleinen Funktionsumfang reduzieren mit der Programmiersprache Java. Das heißt, ähm, den Quellcode, den wir schreiben für unsere Bouncer-Programme und in einer Datei festhalten und dann ausführen, das ist schon in Java geschrieben. Wir nutzen nicht den kompletten Funktionsumfang von Java. Wir machen viele Dinge jetzt in den ersten beiden Wochen ganz bewusst noch nicht. Aber das, was Sie schreiben, ist valides Java. Also das nicht, dass Sie das irgendwie falsch verstehen. Wir schreiben immer Java-Programme. Ähm, jetzt können wir leider nicht äh, einfach das in irgendeinen, in irgendeine Datei schreiben und äh, dann auf den Knopf drücken. Spoiler, doch, genau das machen wir. Äh, aber ohne irgendwie so ein bisschen Hilfswerkzeuge funktioniert das nicht. Was wir brauchen, ist ein Werkzeug, was die ganzen Dinge, die im Hintergrund passieren müssen, damit. Ähm, Ausgehend von unserem Quellcode, den wir geschrieben haben, dann tatsächlich diese Welt von Bouncer auf unserem Computer geöffnet wird und der unsere Befehle abarbeitet, ähm, dass sich darum kümmert. Und auch hier wieder, wir machen sehr kleine Programme, aber wir nutzen schon genau die gleichen Tools und Werkzeuge, die wir auch im weiteren Verlauf des Semesters einsetzen werden und speziell eine sogenannte Entwicklungsumgebung. Dann noch konkreter eine integrierte Entwicklungsumgebung. Was heißt das? Wir installieren auf unserem Rechner eine Software, die uns erlaubt, Bouncer-Programme zu schreiben, das heißt, Code in eine Datei zu packen und auf den Knopf zu drücken, um dieses Programm zu kompilieren. Erinnern Sie sich an die Vorlesung, und dann auch auszuführen. Das heißt, eine integrierte Entwicklungsumgebung kümmert sich um ganz viele Tasks, Aufgaben, die beim Programmieren von Software wichtig sind und notwendig sind. Alles das könnten wir auch Schritt für Schritt einzeln machen, aber wir machen uns das Leben leichter mit dieser Entwicklungsumgebung. Diese Grundprinzipien, also von es gibt ein Set an Befehlen, das wir verwenden können, zu einem Programm besteht aus einer Reihe von diesen Befehlen, über wir benutzen eine, ähm, eine Entwicklungsumgebung, um ähm, diesen ganzen Prozess anzustoßen. Das ist das, was wir das ganze Semester über machen. Also auch hier wieder, wir. Trainieren an einem sehr kleinen Problemraum, aber wir benutzen genau die Werkzeuge und Werkzeuge jetzt in diesem Sinne auch Methodik und Prozesse, äh, die wir auch für den Rest des Semesters einsetzen werden. Ähm, Bouncer Download gibt es auch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Sie im, im Kurs sind, äh, müssen Sie mir mal sagen. Oder ob Sie irgendwie so auf diesen Stream gestoßen sind. Wenn Sie im Kurs sind, wir stellen Ihnen immer für jede Aufgabe, die wir haben, ein Paket zusammen. Ähm, das öffnen Sie einfach in, <laughs> äh, in IntelliJ in der Entwicklungsumgebung. Und dann haben Sie alles schon auf Ihrem Rechner. Also Sie müssen diesen Roboter nicht extra runterladen. Das ist alles in diesem Paket, was wir Ihnen für jede Aufgabe ähm, äh, bereitstellen. Äh, entsprechend äh, drin. Ja, der Stream trendet äh, leider nicht. Äh, weil ich so toll bin äh, sondern wahrscheinlich weil es ganz wenig streams in dieser rubrik gibt ähm, das ist die entwicklungsumgebung ähm, um die es geht und die wir einsetzen und die schaut sehr komplex und äh, kompliziert aus ähm, die ist auch sehr komplex und kompliziert weil ähm, das ist ein werkzeug was wir hier einsetzen was nicht für sie gedacht ist ähm, nicht für Sie gedacht heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von Ihnen vielleicht Programmieranfänger und Anfängerinnen sind. Vielleicht ganz kurz ähm, ein äh, Feedback im Chat. Schreiben Sie mal eins in den Chat, wenn Sie noch nie vor diesem Kurs was mit Programmieren zu tun gehabt haben. Zwei, wenn Sie vielleicht so ein bisschen was an ähm, äh, der Schule oder so mal gemacht haben. Und drei, vielleicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass das, was wir hier im Kurs machen, wahrscheinlich nicht so viel Neues für Sie ist. Okay. Also ein paar Leute, die Erfahrung haben. Es ist ja auch ganz praktisch. Ich glaube, Sie werden merken, dass es so ein paar Sachen gibt, die vielleicht auch für Sie neu sind, weil wir Ihnen neben irgendwie Java und zu Grundkenntnissen der Programmierung auch ein bisschen was dazu beibringen, wie man das vielleicht besser machen kann. Also da gibt es auch für Sie was. Aber ein paar Leute auch, die vielleicht ein paar Erfahrungen haben äh, aus der Schule und einige, die gar keine Erfahrung haben. Und wir fangen, wir holen sie alle ab. Also wir holen auch die Leute ab, die gar keine Erfahrung haben. Und da, deshalb habe ich das gesagt, für diese Gruppe von Menschen ist so ein Programm eigentlich nicht gedacht. Das ist ein Stück Software, dieses IntelliJ, mit dem man eigentlich komplexe Software schreibt. Also wenn Sie irgendwie Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin sind, dann nutzen Sie so ein Werkzeug, um nicht Bouncer zu steuern, sondern um ein bisschen kompliziertere Dinge zu machen. Wir nutzen das aber trotzdem, weil Sie das in späteren Semestern eh brauchen und wir können sie da relativ leicht dran führen. Also Sie werden merken, das ist auf den ersten Blick vielleicht ähm, ein bisschen konfus, aber wenn Sie sich zwei, drei Dinge merken, dann werden Sie sehen, das, was Sie brauchen, um. Hier mitzuarbeiten verstehen Sie relativ schnell. Ähm, diese Entwicklungsumgebung IntelliJ ähm, ist frei verfügbar. Die ähm, können Sie sich herunterladen, wenn Sie äh, möchten. Nein, nicht nur wenn Sie möchten, sondern das sollen Sie auf jeden Fall machen. Ähm, über die Seite, das haben wir auch alles im Gripskurs verlinkt und da gibt es einmal eine ähm, kostenfreie Version, diese Community Edition, die setze ich jetzt hier auch ein und die setzen wir in den Zipuls ein. Wenn Sie möchten, können Sie sich auch gleich irgendwie die professionelle Variante ähm, holen, die sich gar nicht so stark ähm, von der kostenfreien Version unterstützt, aber mit Ihrem äh, Account von der Uni Regensburg ähm, können Sie sich auf der Seite von dem Entwickler, äh, IntelliJ bzw. JetBrains heißt die Firma, anmelden, dann würden Sie theoretisch auch die ähm, Enterprise, nein, wie heißt die, die kostenpflichtige Version, äh, sich holen können. Es gibt ein paar gute Gründe, warum wir mit so einer ähm, komplexen Software-Entwicklungsumgebung ähm, starten möchten. Ich habe Ihnen da auch im, ähm, in den Folien äh, ein paar Quellen ähm, hinterlegt, die das noch mal so ein bisschen motivieren, zum Teil auch von meiner eigenen Forschung. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir ähm, mal direkt uns äh, dieser Entwicklungsumgebung nähern. Und dazu würde ich Ihnen gerne äh, zeigen, wie Sie dahin kommen. Vielleicht Ihnen dabei auch nochmal grob äh, einen kurzen Überblick über ja, so unseren Gripskurs als Hub für, die, ähm, für diesen ganzen Kurs geben. Also, wir brauchen diese Entwicklungsumgebung, die ist eigentlich relativ schnell installiert und äh, Sie finden alle Informationen zu dieser Entwicklungsumgebung, wenn Sie im Gripskurs äh, hier in diesen Ordner Anleitungen zu IntelliJ, Bouncer und anderen Themen reinschauen und da dann hier dieses Handout äh, öffnen. Können wir auch mal ausprobieren. Da sehen Sie dann eine lange oder gar nicht so lange Beschreibung davon, wie Sie sowohl zu Hause bei sich auf dem Rechner sich diese Arbeitsumgebung einrichten, als auch auf den Zipul-Rechnern an der Uni Regensburg IntelliJ einsetzen können. Also Gripskurs ohnehin ganz wichtig, weil Sie da alle Informationen finden zu dem Kurs und da finden Sie auch die Anleitung, wie Sie IntelliJ installieren. Ich gehe jetzt im weiteren Verlauf davon aus oder stelle mir vor, dass wir das alle gemacht haben. IntelliJ installiert haben und zeige Ihnen jetzt ausgehend von einer installierten IntelliJ-Version, das ist wirklich nur ein Setup-Wizard, ähm, den Sie ausführen und am Ende sich überlegen, ob Sie ein helles oder ein dunkles Theme benutzen möchten, ähm, zeige ich Ihnen jetzt ausgehend von dieser Idee, dass Sie das installiert haben, wie Sie so ein Bouncer-Programm, was wir Ihnen vorgeben, ein Grundgerüst für so ein Bouncer-Programm mit IntelliJ öffnen und dann mit dem Programmieren anfangen können. Das ist nämlich die zweite Sache. Wir stellen Ihnen für jede Aufgabe, die wir Ihnen stellen, sei es eine Übungsaufgabe oder sei es irgendwie ein, eine Studienleistung oder vielleicht auch einfach nur eine Demo, die ich Ihnen zeigen möchte, sogenannte Starterpakete zur Verfügung. Das ist ähm, ein Wort, was wir irgendwann mal erfunden haben oder wahrscheinlich nutzen das andere Leute auch, aber ich erinnere mich, dass wir irgendwann angefangen haben, so darüber zu sprechen. Das ist ein Projekt, ein Softwareprojekt, in dem wir Ihnen alle Sachen mitgeben die Sie brauchen, um direkt loszulegen mit dem Programmieren. Zum Beispiel ähm, hier, wenn Sie mal reinschauen in den Eintrag zur ersten Vorlesung, da finden Sie Download der Beispiele aus der Vorlesung, einmal Starterpaket und Lösungsvorschlag. Das ist eine ZIP-Datei, die können Sie herunterladen, klicken Sie einfach drauf, ähm, dann wird die heruntergeladen im Hintergrund, die speichere ich jetzt mal auf den Desktop und wenn ich dann auf den Desktop schaue, dann habe ich die schon runtergeladen. Deshalb ist die Datei jetzt zweimal da. Aber wir schauen mal in die ähm, ZIP-Datei rein. Da liegt ein Ordner. Den entpacken Sie irgendwo auf Ihren Rechner. Und da drin ist das komplette Projekt, was Sie brauchen, um jetzt diese konkrete Aufgabe zu bearbeiten. Und diesen Ordner, den Sie entpackt haben, den können Sie öffnen in IntelliJ. Das mache ich jetzt mal. Ich habe IntelliJ gestartet. Dann ist das hier so einer der möglichen Startscreens, den man sieht. Ich gehe hier oben auf Open und dann bin ich auch schon glücklicherweise auf meinem Desktop. Ich habe hier den Ordner, den ich entpackt habe, und da drin nochmal einen Unterordner. Sie erkennen hier an diesem erkennt man das auf dem Screen, ich hoffe schon. So leicht türkis, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Es schaut bei Ihnen vielleicht ein bisschen anders aus, aber es unterscheidet sich von den anderen Ordnern. Dieser konkrete Ordner, weil das ist ein Projekt, was wir für Sie vorbereitet haben, ein IntelliJ-Projekt. Und wenn Sie das öffnen, dann geht dieser große, ähm, dieses große Monster an Software auf und äh, öffnet dieses Projekt für Sie. Es kann sein, dass Sie hier oben ähm, rechts in der Ecke dann vielleicht noch so einen Hinweis bekommen, äh, dass Sie noch ein sogenanntes JDK, also die das eigentliche Java-Komponente von diesem Softwareprojekt auswählen müssen. Wie Sie das machen, sehen Sie dann in den Handouts und ähm, kriegen das wahrscheinlich auch in der Übung ähm, gesagt, weil Sie das mindestens einmal, glaube ich, ähm, in den Zip-Pool-Rechnern oder an den zip rechnern auch machen müssen. Aber der normale Vorgang, wenn Sie alles richtig eingerichtet haben, ist. Äh, können Sie bitte die Schriftgröße? Ja, die Schriftgröße vergrößere ich gleich, keine Sorge. Ähm, und können uns auch über Sims und sowas unterhalten, was Ihnen da am besten passt. Aber das normale Vorgehen, nur um das nochmal mal klar zu machen, ist: Für jede Aufgabe gibt es so ein Starterpaket runterladen, entpacken und dann den entpackten Ordner mit ähm, IntelliJ öffnen. Das ist das Vorgehen, was wir ähm, jetzt die ganze Zeit über äh, nicht nur für bauen, sondern auch für alle anderen Aufgaben äh, verwenden werden. Und nicht nur diesen Startercode, den wir Ihnen vorgeben, äh, finden Sie in dieser Form, sondern wenn Sie sich hier mal das anschauen, auch solche Lösungsvorschläge. Das heißt, für alles, was ich Ihnen zeige und was wir gemeinsam entwickeln, gibt es immer auch ähm, die fertige Version, vielleicht ein bisschen anders als die, die wir dann in jedem Stream oder in jeder Vorlesung entwickeln, äh, für Sie als Computerprogramm vorgegeben. Genau der gleiche Weg. Ähm, runterladen, entpacken, in IntelliJ öffnen und dann sehen Sie kein leeres Projekt, sondern dann sehen Sie ein Projekt mit ganz viel Quellcode ähm, und Kommentaren. Zeige ich Ihnen gleich, was damit gemeint ist. Und da können Sie dann nachvollziehen, wenn Sie vielleicht mal einen Stream verpasst haben oder das nicht mitprogrammiert haben, äh, wie ich mir das so gedacht habe. Ganz wichtig, ähm, ich bin ganz großer Fan immer davon, richtige Worte zu finden und zu benutzen. Und ich würde niemals Ihnen irgendwas geben, was ich programmiert habe und sagen, das ist eine Musterlösung oder das ist die Lösung. Sie werden merken, beim Programmieren haben wir immer so eine gewisse Kreativität. Wir können Dinge unterschiedlich machen. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch bei Ihnen ähm, ganz viele Leute, die besser programmieren können als ich, wenn sie viel Vorerfahrung haben. Ähm, deshalb finden sie vielleicht auch bessere Lösungen. Das, was ich Ihnen zeige, ist immer nur ein Lösungsvorschlag, also mein Vorschlag davon, wie man ein bestimmtes Problem gut lösen könnte. Und wenn Ihre Lösung ein bisschen anders ausschaut, ist das völlig in Ordnung. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ein paar Leute von Ihnen, ähm, die das eh schon von vornherein besser hinbekommen. Je älter ich werde und je größer der Unterschied ist, ähm, zu Ihnen, äh, desto mehr würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich schon ein bisschen besser programmieren kann als Sie, äh, weil das nicht an mir oder an Ihnen liegt, sondern weil Programmieren was ist, was viel mit Erfahrung zu tun hat. Also, wenn ich einfach ein paar Jahre älter bin als Sie, habe ich vielleicht ein paar Jahre mehr Programmiererfahrung und dann weiß ich vielleicht ein bisschen mehr, wie, was ich so alles falsch gemacht habe in den letzten Jahren und äh, mache es dann vielleicht besser. Okay. Ähm, Wer von Ihnen hat IntelliJ denn schon installiert? Schreiben Sie mal eins in den Chat, wenn Sie das schon gemacht haben. Zwei, wenn Sie noch nicht so weit sind. Dann könnten Sie ja, wenn Sie wollen, tatsächlich sogar gleich mitmachen. Schauen wir mal in IntelliJ selber rein dann ähm, zeige ich Ihnen nämlich so ein bisschen, wie, wie so ein Startercode aufgebaut ist. Ähm, Im Idealfall schaut, wenn Sie dieses Projekt geöffnet haben, diesen Ordner, ähm, das so ein bisschen aus wie, wie hier. Also so die grobe Struktur von der Entwicklungsumgebung sollte die gleiche sein. Sie sehen links ähm, so einen Dateibaum und rechts sehen Sie jetzt im Moment nichts. Ähm, da sehen Sie immer die Quellcode-Datei, die Sie gerade aufgemacht haben. Ich habe ja gesagt auch in der Vorlesung schon, dass dass wir eigentlich keine, kein, kein Vorwissen erfordern, sondern Sie bei Null abholen. Aber es ist schon ganz gut, wenn Sie wissen, wie so ein Computer funktioniert. Und ich würde jetzt mal bei mir ist dieser Out-Ordner nicht da. Genau, der Out-Ordner, das ist auch gar nicht so wichtig. Der ist erst da, wenn Sie das Programm das erste Mal ausgeführt haben. Aber wenn Sie so eine Ordnerstruktur nachvollziehen können, dann ist das schon mal ein großer Gewinn. Ähm ich frage jetzt einfach mal, wir sind ja hier auch so ein bisschen anonym mit den äh, Nutzern und Nutzerinnen-Namen, aber wem sagt so eine Ordnerstruktur gar nicht? Gar nichts? Also ich meine jetzt gar nicht irgendwie im Kontext von Programmieren, sondern wirklich Ordner auf einem Rechner, die in verschachtelten oder Dateien auf einem Rechner, die in so verschachtelten Ordnern Angesiedelt sind. Schreiben Sie mal eins, wenn Sie wissen, wenn Sie sowas nachvollziehen können, zwei, wenn nicht. Okay, das schaut gut aus. Also, ich frage das auch ähm, deshalb, weil tatsächlich sagen ja ein paar Leute, dass sie es nicht nachvollziehen können. Ähm, es gibt so ein paar Trends in dem, wie Computer funktionieren, auch wer Computer oder was für Computer verwendet äh, werden, ähm, die uns. Gerade bei der Programmierausbildung so langsam einen Strich durch die Rechnung machen, denn es ist gar nicht mehr so klar, dass jeder von Ihnen weiß, was eine Datei ist oder wie auf einem Rechner Ordner irgendwie äh, angesiedelt sind. Sie können mit gutem Gewissen irgendwie Informatik studieren und ähm, oder eine Informatik studieren und das einfach nicht wissen, weil sie ähm, weil Sie nicht mehr damit konfrontiert werden, weil Sie vielleicht eh nur ein Smartphone haben und eine Spielekonsole irgendwie rumstehen haben und dann werden Sie mit diesen Kontexten gar nicht mehr konfrontiert oder Sie nutzen Betriebssysteme, die das vor Ihnen mit aller Kraft verstecken. Also man muss sich heutzutage ja sogar schon irgendwie anstrengen, eine Datei noch lokal auf dem Rechner zu speichern. Also machen Sie sich keine Sorgen, aber es ist cool, wenn Sie es kennen. Was ist das hier? Das ist der Ordner, den Sie heruntergeladen haben. Da gibt es ganz viele Unterordner. Und in diesen Unterordnern gibt es Dateien und diese Dateien, das ist das, was uns interessiert. Da gibt es nämlich für jede Aufgabe, die wir Ihnen in diesem Starterpaket gestellt haben, eine so eine Quellcode-Datei, die heißt, hat irgendeinen Namen und endet auf .java. Hier oben in dem Tab sehen Sie, falls Sie das erkennen können, den kompletten Dateinamen. Und da steht dieser ominöse ähm, Quellcode drin. Das mache ich jetzt mal wieder ein bisschen größer man das erkennen kann, das ist Java. Und wir geben Ihnen immer den Quellcode vor, der es Ihnen erlaubt, ein bestimmtes Bouncer-Problem, eine bestimmte Bouncer-Welt zu starten. Noch nicht den Code, der das Problem löst, sondern erstmal können Sie, sich das, können Sie sich anschauen, wo Bouncer steht. Das machen Sie, indem Sie jetzt zum Beispiel in unserem Fall dieses Programm Hello Bouncer öffnen, die Quellcode-Datei. Und dann rechts da drauf klicken und auf Run klicken. Und was dann passiert, ist, dass die Welt sich öffnet, in der Bouncer steht. In dieser ganz konkreten Welt steht Bouncer hier unten vor so einem Hindernis. Schwarze Felder kann er nicht betreten. Und auf dem Hindernis ist ein rotes Feld zu sehen. Genau. Jetzt kommt gerade im Chat ähm, dieser Hinweis, IntelliJ Idea JDK is missing, da klicken Sie drauf und Sie finden im ähm, PDF, das ich gerade Ihnen gezeigt habe, eine Anleitung, wie Sie das lösen. Sie müssen dann im Hintergrund nochmal diese Java-Umgebung, mit der wir programmieren, herunterladen ähm, und dann klappt das auch. Also, es ist, glaube ich, ein halbwegs verständlicher Prozess, wo Sie sich so durchklicken können. Ich kann es jetzt leider nicht replizieren, ähm, aber das kriegen Sie hin. Schauen Sie sich dazu mal das PDF an, da ist genau das ähm, erklärt. Und wenn es wirklich nicht funktioniert, äh, kann sein, dass wir das ähm, nicht gut genug erklärt haben, dann schreiben Sie uns einfach nochmal. Aber ganz wichtig, ähm, jetzt wird es eh schon im Chat erklärt, aber genau diese Situation ist in dem PDF erklärt. Okay, ähm, wie ähnlich ist Java zu C-Sharp? Das ist schon ziemlich ähnlich. Also. Sie werden da einiges wiedererkennen, gerade was so die grobe, was die was die Struktur und das Erscheinungsbild von ähm, von der Programmiersprache äh, angeht. Ich kann es nicht ran. Was ist da los? Ähm, was Sie machen müssen ist ganz wichtig hier rechts auf dieses Programm klicken und äh, Run Hello Bouncer anklicken. <laughs> Noch ein Hinweis. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie den richtigen Ordner öffnen. Ich zeige Ihnen das nochmal. Wenn ich ein IntelliJ-Projekt öffne, habe ich Ihnen ja gesagt, ich bin hier auf dem Desktop, habe diese ZIP-Datei runtergeladen. In dieser ZIP-Datei ist ein Ordner. Und es kann sein, dass da noch ein Ordner drin ist, und Sie müssen genau den Ordner öffnen, der wirklich das Projekt an sich beinhaltet. Und nochmal, das erkennen Sie in diesem Öffnen-Dialog von IntelliJ daran, dass dieses Icon so ein bisschen anders ausschaut. Es schaut nicht so aus wie die anderen Ordner, sondern jetzt in meinem Fall ist das so türkis. Ich glaube, es kann auch sein, dass da so ein kleiner schwarzes Quadrat irgendwo zu sehen ist, aber das ist der Ordner in dem das Projekt ist. Und genau den öffnen Sie, keinen anderen. Und dann sollte es so halbwegs funktionieren. Und wenn das gemacht ist, dann können Sie hier nochmal über das Kontextmenü und dann den Befehl Run äh, dieses Programm starten. Dann sehen Sie diese Ausgangslage. Wenn Sie das übrigens einmal gemacht haben ähm, über dieses Kontextmenü, können Sie das auch hier oben über diesen grünen Pfeil immer wieder starten, das zuletzt gestartete Programm. Okay. Also wenn da irgendwas nicht vorgeschlagen ist, wie gesagt, könnte es daran liegen, dass das JDK nicht installiert ist, dass vielleicht ähm, der äh, ein Ordner nicht der richtige war. Und ähm, da würde ich dann einfach mal vorschlagen, dass, dass Sie uns vielleicht nochmal im Discord schreiben, am besten mit einem Screenshot, ähm, was da so Ihre Situation gerade ist. Äh, und dann schauen wir mal, dass wir Ihnen helfen. Vielleicht kann Ihnen sogar im Hintergrund schon jemand helfen, wenn Sie das jetzt mal in den Discord-Chat reinsposten. <laughs> Okay, ich zeige Ihnen jetzt noch ganz kurz was ähm, Wichtiges in diesem Quellcode und dann schauen wir uns mal an, welche Befehle wir verwenden können und dann würde ich vorschlagen, dass wir gleich unser erstes kleines Bouncer-Programm schreiben und Bouncer versuchen auf äh, dieses Hindernis hochzubewegen. In diesem Quellcode gibt es nämlich eine Stelle, die für uns ganz wichtig ist und das ist diese Stelle hier. Das ist eine sogenannte Methode. Ähm, in dieser Methode, die heißt, hat einen Namen, Bounce, steht ein Befehl, der heißt LoadMap. Und mit diesem Befehl ähm, sagen Sie Bouncer, welche Umwelt, welche Karte ähm, beim Starten geladen werden soll. Eigentlich sagen Sie das nicht Bouncer, sondern sagen Sie IntelliJ oder wer auch immer diesen Code ausführt. Und damit wird definiert, äh, in was für einer Welt Bouncer startet. Gibt es unterschiedliche Konfigurationen? Und in unserem Fall sehen Sie dann dieses Hindernis, wenn Sie starten. Und hier in den Zeilen danach, innerhalb der Methode, können Sie jetzt die ganzen Befehle eingeben, ähm, die Bouncer versteht und die Bouncer dann ausführt, wenn dieses Programm gestartet wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendeine Anweisung an Bouncer geben, äh, reinschreiben würde, ich weiß noch nicht, welche das sind, schauen wir uns gleich an, dann würden die alle ausgeführt werden wenn dieses Programm über den Pfeil über das Kontextmenü, wo auch immer, gestartet wird. Das heißt, diese Stelle hier, da geht Ihr Programm los. Sie sagen noch kurz, das machen wir meistens, also wir geben diesen Befehl vor, in was für einer Welt Bouncer starten soll und dann legen sie los. Das heißt, hier in dieser Zeile ähm, Zeilen im Quellcode sind meistens durchnummeriert in den meisten Entwicklungsumgebungen. Bei mir in Zeile 19, da liegt, liegt unser Problem los. Äh, liegt unser Programm los. Jetzt schauen wir mal, was könnten wir denn da reinschreiben. Wir wechseln wir ja kurz in die Folien und schauen uns mal an, was Bouncer alles so versteht. Bouncer kann zum Beispiel, habe ich gesagt, sich einen Schritt nach vorne bewegen. Was ist das für ein Befehl? Der Befehl heißt ähm, Move. Die Auswirkung von diesem Befehl ist, dass Bouncer sich ausgehend von seiner aktuellen Position einen Schritt nach vorne bewegt. Die Bedingung dafür, dass dieser Befehl erfolgreich ausgeführt werden soll, ist, dass das Feld vor Bouncer nicht blockiert ist, also keine Wand ist oder kein schwarz eingefärbtes Hindernis. Und wenn Sie genau diesen Befehl in ihrem Programm verwenden möchten, dann schreiben Sie in den Quellcode hinein Bouncer.move Klammer auf Klammer zu Semikolon. Das ist das, was Bouncer besteht, äh, versteht. Und wenn das irgendwo in ihrem Code auftaucht, dann macht Bouncer diesen Schritt nach vorne. Ich habe jetzt ganz explizit ähm, bei diesem Befehl und auch bei den anderen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, hingeschrieben, was ist die Auswirkung, was ist die Bedingung und wie können Sie die ausführen. Weil das was ganz Elementares ist, wenn wir jetzt anfangen zu programmieren. Die Art und Weise, wie wir programmieren, Prozedural, objektorientiert mit Java, die basiert auf der Annahme, dass wenn ich einen bestimmten Befehl in einem Programm verwende und eine bestimmte Ausgangssituation habe, ich immer das gleiche Ergebnis bekomme. Das ist was ganz, ganz Elementares. Computerprogramme entscheiden sich nicht mal so und mal so, wenn sie einen einzelnen Befehl haben und eine identische Ausgangssituation sollte immer das gleiche Ergebnis ähm, am Ende rauskommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendwas an Ihrem Computer kaputt. Also gleiche Ausgangssituation, gleicher Befehl führt immer zum gleichen Ergebnis. Wenn Bouncer an einer bestimmten Stelle auf der Karte steht, in eine bestimmte Richtung schaut und das Feld vor ihm frei ist und Sie den Move-Befehl geben, dann wird Bouncer nach diesem Befehl immer auf dem nächsten Feld stehen. Und wenn nicht, dann haben wir irgendwie ein ganz äh, fundamentales Problem und müssen uns ganz andere Sorgen machen. Und das gilt für alle, äh, für, gilt für alle Programme, die wir hier so schreiben. Dieses deterministische gleiche Ausgangssituation führt mit dem gleichen Befehl zum gleichen Endergebnis. Das können wir für den Move-Befehl so akzeptieren. Das können wir auch für den Turn-Left-Befehl so akzeptieren. Der ist sogar noch ein bisschen einfacher, weil der gar nicht so viele Vorbedingungen hat. Wenn Sie diesen Befehl geben im Code bouncer.turnLeft, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, dann dreht sich bouncer auf dem Feld, wo er gerade steht, um 90 Grad nach links. Und wenn Sie danach dann den Move-Befehl zum Beispiel geben würden, wird er sich in diese Richtung, in die er dann schaut, bewegen. Das heißt, wir sehen hier schon, dass wir in der Kombination mit diesen beiden Befehlen bouncer relativ gut über die Karte steuern können. Move immer in Bewegungsrichtung einen Schritt nach vorne, turnLeft immer auf dem aktuellen Feld ähm, 90 Grad nach links. Und wenn wir das kombinieren, dann können wir beliebige Stellen auf der Karte erreichen. Dann gibt es noch einen weiteren ein Befehl, den wir jetzt vielleicht brauchen ähm, in, den ersten, ähm, in den ersten Programmen, nämlich Paint Field. Was macht das? Wenn Sie diesen Befehl eingeben, da gibt es verschiedene Varianten, jetzt schon von Bouncer.PaintField und dann in Klammern FieldColor.Red. Klammer zu Semikolon und dann noch Varianten mit anderen Texten innerhalb dieser Klammer, färbt Bouncer das Feld, auf dem er gerade steht, deshalb gibt es auch keine Vorbedingung, in einer Farbe ihrer Wahl. Das heißt, wir haben drei Varianten von diesen Befehlen und die führen alle dazu, dass Bouncer immer das Feld, auf dem er gerade steht, farblich einfärbt. Wenn Sie sich jetzt mal diese Befehle anschauen, so wie sie im Code stehen, dann fällt Ihnen vielleicht auf, dass die zum Teil einem sehr einheitlichen Muster folgen. Fällt Ihnen irgendwas auf, im, ähm, was bei all diesen Befehlen, egal ob move, turn left oder paint field, identisch ist? Schreiben Sie mal in den Chat rein, wenn Ihnen da was auffällt. Während Sie nachdenken, ähm, am Anfang steht immer Bouncer, während Sie nachdenken. Äh, auch nochmal Hallo an Yannick, das ist ja einer von unseren Tutoren, der offensichtlich auch im Chat ist und auch fleißig dabei hilft, Fragen zu beantworten. Okay, da kommen jetzt schon ganz viele Sachen, ähm, die schon auf ein bisschen Vorwissen äh, hinarbeiten, aber die wichtigsten Sachen sind drin. Also wir fangen immer mit Bouncer an. Das ist der, der Roboter. Und ähm, wenn Sie so wollen, ist das schon das erste Zeichen von Objektorientierung, auch wenn wir noch gar nicht wissen, was das ist, weil wir geben die Befehle immer an irgendein bestimmtes Ding innerhalb von unserem Programm. Und das ist dieser Bouncer, dieses Wörtchen Bouncer, das steht für diesen Roboter. Und alle Befehle, die wir dem geben, werden immer durch die Ansprache Bouncer und dann ist Punkt, den Punktoperator, sagt man, auch eingeleitet. Und was wir danach machen, ist eine Methode aufzurufen, Wissen wir vielleicht noch nicht so, was das ist, aber das ist immer dieser, ähm, dieser Modus, Bouncer, Punkt und dann irgendein Wort, das steht für eine Methode. Und damit sorgen wir dafür, dass ein bestimmtes Verhalten, was Bouncer kennt und kann, ein bestimmter Befehl ausgeführt wird. Und so ein Methodenaufruf, also der Befehl an Bouncer, irgendwas abzuspulen, was er so kann, wird immer durch diese beiden Klammern und das Semikolon abgeschlossen. Semikolon schließt immer. Ähm, nicht, eigentlich nicht ein Methodenaufruf, sondern eine komplette Anweisung ab. Also das ist so ein ähm, eine Zeile meistens auch, wenn Sie das schön formatieren, die einen abgeschlossenen Befehl an Ihren Computer beinhaltet. Das, was jetzt der Unterschied zwischen einem Methodenaufruf und einer Anweisung ist, das lernen wir noch im Laufe des Semesters, aber Semikolon schließt immer so einen, einen Befehl, ein Kommando ab, das können Sie sich merken. Und diese runden Klammern, ähm, die signalisieren, dass wir ein bestimmtes, eine Methode aufrufen wollen, ein bestimmtes Set an Funktionalität von Bouncer verlangen und wir können in diesen runden Klammern ihm zusätzliche Informationen geben. Das sehen Sie in der Paint-Field-Methode. Da sagen wir ihm nicht nur, was er tun soll, sondern wir sagen ihm auch noch, wie er das machen soll, indem wir in diesen runden Klammern ähm, dann auf eine sehr kryptische Art und Weise, aber ich glaube, das können sie so ein bisschen nachvollziehen, wohl Farben definieren und angeben. Also Muster ist immer, alle Befehle werden an Bouncer gerichtet, dann der Punktoperator, um den Befehl einzuleiten, der Befehl immer in runden Klammern und Semikolon abgeschlossen und bei manchen Befehlen in den runden Klammern dann noch der Hinweis, was er denn genau tun soll. Und damit können wir jetzt unser erstes Computerprogramm schreiben. Und ähm, wir lösen jetzt eine ganz, ein ganz wichtiges Problem. Sie erinnern sich, ähm, Programmieren hat immer was mit Problemlösung zu tun. Ähm, wir kümmern uns jetzt im Verlauf der nächsten Wochen, ein, zwei Wochen, immer um Probleme, die Bounce hat. Und in unserem Fall hat er das Problem, dass er vor diesem Hindernis steht, gerne auf dieses Hindernis klettern möchte. Ähm, so ein bisschen Fantasie mitbringen jetzt bei, äh, bei diesen Aufgaben und auf dem roten Feld stehen bleiben möchte. Wir nehmen jetzt mal an, dass Bouncer immer zwei Felder vor dem eigentlichen Hindernis startet, also es befindet sich beim Starten des Programms immer auf genau diesem Feld, er schaut immer Richtung Hindernis und ähm, er soll, oder das Programm soll erst dann beendet werden, also mit dem letzten Befehl soll Bouncer auf diesem roten Feld ankommen. Und jetzt ist die große Frage, was muss ich Bouncer sagen, welche Befehle muss ich ihm geben, um ihn von dieser Ausgangssituation, von dieser Position auf der Karte vor dem Hindernis auf ähm, die Position, auf diesem Hindernis drauf, auf dem roten Feld zu manövrieren. Und das ist unser erstes Programm, was wir jetzt schreiben. Und dazu... Ähm, Springe ich in diese Methode, die ich Ihnen schon gezeigt habe. Starte nochmal mal kurz das Programm, damit Sie was Visuelles sehen und würde jetzt einfach mal Ihre Vorschläge ähm, abwarten. Also ein bisschen Twitch äh, programmiert jetzt ähm, mit mir als Medium, also nicht ganz automatisch. aber sagen Sie mir doch mal, was ich machen muss, um von hier nach hier zu kommen. Also, Bouncer Move wird vorgeschlagen. Machen wir das mal. Ich gebe in meinen Editor Bouncer ein. Ich gebe Bouncer einen Befehl, welchen er soll sich bewegen. Und ich schließe den Befehl mit dem Semikolon ab. Ähm, ich schaue gleich, was Sie sonst noch so vorschlagen. Ich würde jetzt ganz kurz nur einmal das Programm neu ausführen, damit Sie sehen, dass auch wirklich was passiert. Haben Sie es gesehen? Ich mache es nochmal, damit. Uh, ist ein bisschen uh, besser zu bemerken, das war Bouncer ist der Bouncer sehr schnell, aber achten Sie mal hier unten auf diese Stelle auf dem Bildschirm. Ich starte mein Programm nochmal neu und Sie sehen, Bouncer bewegt sich diesen einen Schritt nach rechts. Also der Befehl wird erkannt und ausgeführt. Was machen wir als nächstes? Jetzt stehen wir hier vor dem Hindernis und wir sind noch nicht an dem roten Hindernis angekommen. Was ist der nächste Befehl, den Bouncer braucht, um von hier irgendwie näher zu diesem roten Feld zu kommen. Nochmal zur Erinnerung, hier diese schwarzen Felder kann er nicht betreten. Bouncer turn left. Mache ich gerne. Und Befehl wieder, Bouncer. Punkt, Turn Left mit Semikolon abschließen und das muss dann natürlich nach diesem Move-Befehl sein. Sie erinnern Sie sich, Computerprogramm, alle Befehle werden von, unten nach unten ab, äh, von oben nach unten abgearbeitet. Wir bewegen uns zuerst einmal in Blickrichtung und dann drehen wir uns. Wo sind wir dann angekommen? Wir sind immer noch auf der gleichen Stelle, aber wir schauen jetzt schon mal nach oben. Was ist das nächste, was ich machen muss? Okay, äh, jetzt wird es ein bisschen ähm, komplizierter, aber wenn ich das jetzt hier richtig sehe, genau, äh, wenn ich das jetzt richtig sehe, wäre der nächste Vorschlag von Ihnen, dass wir äh, uns nochmal einen Schritt nach oben bewegen. Und dann können wir mal anschauen, wo wir stehen. Und ich würde vorschlagen, wir können dann die nächsten Schritte vielleicht nicht mehr so schrittweise machen, sondern wir überlegen uns dann gleich, was... Ähm, was vielleicht die nächsten zwei, drei Befehle wären. Aber ich starte jetzt nochmal das Programm. Wir bewegen uns einen Schritt nach vorne. Wir drehen uns nach links und wir gehen einen Schritt nach vorne. Und jetzt stehen wir hier und Bouncer soll auf dieses rote Feld. Was ist das, was wir als nächstes von Bouncer wollen? Und was soll Bouncer tun? Bouncer turn right, das wäre super, ähm, weil wir wollen ja in diese Richtung gehen, kann der Roboter aber leider nicht. Der weiß nicht, wie er sich nach rechts drehen soll. Wenn wir uns zwar nach links drehen können, aber nicht nach rechts, was machen wir dann, um trotzdem das gewünschte ähm, Ziel zu erreichen? Also ich habe einen Roboter, der kann sich nach links drehen. Er kann sich aber nicht direkt nach rechts drehen. Fünfmal Turn Left. Äh, fünfmal Turn Left. Eins, zwei, drei. Ich glaube, dreimal reicht, oder? Ich glaube, dreimal müsste ausreichen. Probieren wir das mal aus. Ich sag Bouncer, er soll nach links gehen. Oh, äh, sollte ich nach links drehen soll sich nochmal nach links drehen und nochmal nach links drehen. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das Programm jetzt ausführen in dieser Situation oder in diesem Zustand. Und wir haben uns nach rechts gedreht. Okay. Was muss jetzt noch passieren, damit wir am Ende das rote Feld erreichen und da stehen bleiben? Welche Befehle kommen jetzt noch ganz am Ende? Zweimal Bouncer Move. Okay. Bouncer.move und Bouncer.move. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann ähm, würde ich vorschlagen, dass äh, Sie sich im Chat mal applaudieren, denn äh, Sie haben jetzt gerade eben Ihr erstes Computerprogramm geschrieben, zumindest einige von Ihnen, äh, und die anderen haben äh, dabei geholfen, dass dieses erste Computerprogramm entsteht. Aber was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben ein Problem gelöst, wir haben Bouncer von einer wohl definierten Startposition über eine Abfolge an bestimmten äh, Befehlen zu einer gewollten äh, Endsituation. Tatsächlich überführt bzw. angeleitet. Es wird bestimmt gleich noch ein bisschen komplizierter und es wird auch gleich noch ein bisschen schöner ähm, und spannender, aber ähm, im Grunde genommen ähm, ist das das, was wir jetzt irgendwie machen. Wir schauen uns unser Problem an, wir überlegen uns eine Strategie und wir sorgen dafür, dass diese Strategie durch Befehle abgebildet wird. Wir werden das hoffentlich bald nicht mehr so machen, dass wir jeden Befehl einzeln eingeben müssen. Ähm, da werden wir Möglichkeiten finden, das abzukürzen. Das ist jetzt auch gerade schon der Vorschlag, ja, das mit dem Turn Left kann man doch bestimmt irgendwie le leichter machen. Machen wir gleich. Aber im Grunde genommen ist das das, was wir jetzt irgendwie machen wollen. Ausgangssituation, Endsituation und wir finden den Weg dazwischen. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ich muss ganz kurz die Folien wiederfinden. Moment. So. Ähm, das ist das Programm, so äh, wie wir es gerade aufgeschrieben haben. Und ähm, wir können anhand von diesem Programm ähm, schon einiges erkennen. Also ich habe ja gesagt, ähm, wir haben unser erstes Programm geschrieben. Das ist ein richtiges Java-Programm. Und ähm, alles, was so ein Java-Programm braucht, das erkennen wir schon in diesem kleinen Stückchen Code, was wir geschrieben haben, wieder. Wir erkennen diese Blöcke. Das sind die geschweiften Klammern, die aufgehen und die zugehen und in einem solchen Block, in genauer gesagt einer Methode bei uns, haben wir die Befehle aneinandergereiht, die wir brauchen, um unser Ziel zu erreichen. Man erkennt an diesem Programm, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt und Ihnen gar nicht gezeigt, noch eine zweite besondere Sache, die so ein Java-Programm braucht, nämlich eine sogenannte Main-Methode. Das ist was, was uns jetzt die ersten beiden Wochen überhaupt nicht interessiert, was Sie aber jedes Mal sehen werden, wenn Sie von uns so ein kleines Bouncer-Problem zum Lösen bekommen. Diese erste, diese dritte, vierte und fünfte Zeile, die anfängt mit public, static, void, main, ganz viele böhmische Dörfer, das ist eine Methode, genauso wie bounce eine Methode ist. Und der Unterschied ist, dass so eine bounce Methode in der wir unsere Befehle für Bouncer aufschreiben, nur in dem Bouncer Programm drin ist. Also nicht jedes Java Programm hat eine Methode, in der irgendwelche Befehle für Bouncer stehen. Jedes Java Programm hat aber genauso eine Main Methode. Steht im Inneren vielleicht ein bisschen was unterschiedliches drin, aber so eine Stelle, die mit public static void main beginnt, hat jedes Programm, was in Java geschrieben ist. Klammer auf, stimmt, glaube ich. Mittlerweile wieder hat man eine Zeit lang nicht gestimmt, weil es sowas wie Java Applets gab. Aber auch da war irgendwo zumindest versteckt so eine Java Methode, äh, so eine Main Methode. Aber Main Methode hat jedes Programm. Da beginnt unser Programm, und in unserem Fall sagen wir, dass Bouncer loslegen soll und in der Konsequenz davon, dass diese Zeile bouncerlauncher.launch irgendwie kryptisch in der main-Methode ausgeführt wird oder drin steht, wird dann über ein paar Umwege diese bounce-Methode gestartet und da legt unser Programm dann los. Also Sie sehen hier schon, ähm, auch wenn wir uns komplett auf diese bounce-Methode konzentrieren, es gibt immer so ein bisschen drumherum, äh, was man mal betrachten kann. Und das, was Sie jetzt gelernt haben, quasi indirekt ist. Ähm, diese Main-Methode, die jedes Java-Programm hat und die in unserem Fall dafür sorgt, dass Bouncer loslegt mit den Befehlen, die wir eingegeben haben. Wenn wir uns jetzt unser Programm mal im Detail anschauen, ähm, dann sehen wir auch wieder ein paar Sachen, die sich im Laufe des Semesters ähm, immer deutlicher äh, erklären lassen. Aber ich erwähne jetzt trotzdem schon mal so ein paar Sachen. Wir haben ganz am Anfang ähm, so einen komischen... Bezeichner, Public, Class, Hello, Bouncer, was heißt das? Das ist eine Klasse, die wir definieren und eine Klasse ist ein ganz wichtiges Merkmal in objektorientierten Programmen, die wir schreiben in diesem Kurs und speziell in Java ist so eine Klasse, die mit einem Namen eingeleitet wird und dann in geschweiften Klammern Methoden und andere Dinge beinhaltet, eine ganz wichtige Struktureinheit. Programme in Java sind immer mit Klassen aufgebaut und jedes Programm hat mindestens eine Klasse. Und in unserem Fall geben wir Ihnen jetzt in den ersten Wochen diese Klasse immer vor. Und Sie konzentrieren sich eigentlich auf das, was passiert, wenn Bouncer loslegt, nämlich das, was in dieser Bounce-Methode drin steht. Methoden, unter anderem diese Bounce-Methode, sind ein Baustein von Klassen. So wie Klassen unser Programm auf oberster Ebene ausmachen, ähm, sind Methoden etwas, was unsere Programme innerhalb... Ähm, der Programme selber noch mal weiter unterteilt. Die Methode ähm, bündelt immer mehrere Befehle. Jetzt in unserem Fall sehen Sie ja, dass wir da diese ganzen Anweisungen an Bouncer gegeben haben und hat einen bestimmten Namen, in unserem Fall Bounce. Und darüber ist äh, diese Methode innerhalb unseres Programms ähm, erkennbar und kann von irgendjemandem ausgeführt werden. Was heißt das eigentlich? Haben Sie indirekt gerade eben schon gemacht? Ähm, diese Befehle, die Sie Bouncer geben, Bouncer.move, sind auch Methoden. Irgendwo gibt es ähm, vor Ihnen jetzt versteckt eine Stelle in Ihrem Code, die so ähnlich ausschaut wie diese Bounce-Methode. Das steht irgendwo move und da sind weitere Anweisungen drin, die wir gar nicht wissen müssen, die dafür sorgen, dass Bouncer seine Position um ein Feld nach vorne verlegt. Und dadurch, dass wir diesen Namen kennen, move, können wir. Dieses Set an Befehlen, diese Methode einmal ausführen und dann sorgt oder dann führt unser Computer diese Anweisungen, die dann an anderer Stelle stehen, einmal aus. Und wir haben genau das Gleiche gemacht. Wir haben eine Reihe von komplexeren Anweisungen in diese Bounce-Methode geschrieben und irgendeine andere Stelle, die wir gar nicht sehen, die ruft diese Bounce-Methode einmal auf. Also Methoden, Sammlungen von Befehlen, die einen bestimmten Namen haben und über diesen Namen äh, beliebig häufig in unserem Computerprogramm ausgeführt werden. Sie sehen ja, wir führen ganz oft den gleichen Befehl aus, bouncer move, bouncer move, jedes Mal die gleiche Methode im Hintergrund. Ähm, diese bounce-Methode, nochmal ganz kurz im Detail, ähm, die hat einen sogenannten Methodenkopf. Also es gibt in einer Methode Teile, die die Methode beschreiben und es gibt Teile, die die eigentlichen Befehle dieser Methode beinhalten. Der sogenannte Methodenkopf, das ist diese erste Zeile die ähm, mit Public Void beginnt. Was das genau ist, lernen wir auch äh, im Laufe des Semesters. Das sind so Hinweise, von wem diese Methode ähm, benutzt werden kann innerhalb unseres Programms und Hinweise darauf, ähm, was diese Methode für ein Ergebnis liefert. Wichtig ist aber für uns erstmal diese, dieser Name, das Letzte, was vor den runden Klammern steht, das ist dieser Bezeichner für die Methode. Wenn wir den kennen, können wir die Befehle, die in Methoden rumpf, das ist der Teil innerhalb der geschweiften Klammern steht, ausführen. In unserem Fall beginnt das immer mit dieser Load Map Anweisung. Damit sagen wir bei uns, in welcher Welt er starten soll, und dann kommen unsere eigenen Befehle. Jetzt würde ich dieses Programm gerne mit Ihnen verbessern. Wir sind Mittlerweile oder spätestens jetzt sind wir alle äh, gemeinsam Programmierer und Programmiererinnen. Auch wenn Sie vorher noch nichts programmiert haben, sind Sie jetzt in dieser illustren Gesellschaft aufgenommen. Sie haben Ihr ja erstes Computerprogramm geschrieben. Ähm, und wir, das bezieht Sie jetzt ganz explizit mit ein, als Programmierer und Programmiererin, wir haben ähm, immer bestimmte Interessen, wenn wir unsere Programme schreiben. Die kennen Sie jetzt noch nicht, obwohl Sie schon Programmierer und Programmiererin sind, aber die werden Sie kennenlernen. Wir wollen zum Beispiel. Immer wenn wir so ein Computerprogramm schreiben, Geld, ja, schön wäre es, wenn man für alles, was man programmiert, Geld bekommt, aber ich rede jetzt eher über so ein paar mh, weniger äh, monetäre und mehr ideale Wunschvorstellungen. Also, was möchte ich für mein Programm, das ich so schreibe? Ich möchte zum Beispiel, dass wenn ich in meinem Programm Irgendwann mal so eine Teillösung identifiziert habe, irgendwas, was, really, was richtig gut funktioniert, um innerhalb unseres großen Problems ähm, ein kleines Problem zu lösen, ähm, das möglichst einfach wiederverwenden können. Erinnern Sie sich an die Vorlesung? Da haben wir ähm, haben wir ähm, ja kurz darüber gesprochen, wie wir vielleicht an dieses Problem rangehen könnten, herauszufinden, aus welchen Orten sie stammen. Und äh, wir haben da äh, herausgefunden, dass wahrscheinlich wir jeden von Ihnen einmal fragen müssen, ähm, woher kommen Sie, wo sind Sie geboren und dann irgendwie so eine Strichliste führen. Das war so ein Teilproblem. Und solche Teilprobleme gibt es auch beim Programmieren hier mit Bouncer. Sie denken sich vielleicht eh schon, dass es gleich auf dieses Turn Right herauskommt, ähm, was wir durch drei Turn Left-Befehle ausführen. Und wenn wir mal so eine Lösung ähm, identifiziert haben, dann wollen wir die wiederverwenden. Also wir wollen nicht immer Turn Left, Turn Left, Turn Left schreiben, wenn wir ähm, bei uns dann nach rechts drehen, sondern wenn wir einmal herausgefunden haben, das sind die Befehle, die unser Ziel erreichen, dann wollen wir das irgendwie wiederverwendbar in unserem Code dokumentieren. Wir wollen auch... Ähm, dass unsere Programme mh, nicht mehr nur ein ganz spezifisches Problem lösen, sondern eine Gruppe von ähnlichen Problemen lösen. Also ich möchte vielleicht jetzt in dem konkreten Beispiel dafür sorgen, dass Bouncer auf einem beliebigen Feld vor diesem Hindernis stehen kann. Er kann ein, zwei, drei oder vier Felder vor diesem Hindernis stehen und er kann äh, trotzdem mit dem gleichen Programm das gleiche Ziel erreichen, nämlich auf diesem roten ähm, Feld stehen bleiben. Also, wir wollen nicht nur ein ganz spezifisches Problem, sondern ein Set an Problemen, die gewisse Gemeinsamheiten haben, lösen. Und wir wollen dafür sorgen, dass, wenn unsere Programme ein bisschen komplizierter werden, wir trotzdem noch die Übersicht in diesem Quellcode, das ist ja Text, den wir produzieren, den müssen wir lesen ganz oft, während wir daran arbeiten. Andere Leute lesen den und wir wollen da ähm, möglichst. Man nennt das dann sauber manchmal, sauberen Quellcode produzieren, lesbaren Quellcode produzieren. Und das ist ein ganz wichtiges, äh, ein ganz wichtiges Interesse, was wir haben. Also Teillösungen identifizieren, die wiederholbar im Code notieren, ähm, nicht mehr nur ein ganz spezielles Problem lösen, sondern ein Set an Problemen und dabei ähm, bei der Gestaltung der Formatierung vom Quellcode darauf achten, dass das Ganze übersichtlich bleibt. Und das machen wir jetzt mal am ähm, ähm, Beispiel von unserem ersten kleinen Programm. Und das erste, ich lasse es mal so, ich zeige Ihnen das lieber im Code. Das erste, was wir machen können, ist, ähm, wir können selber auch ähm, Methoden schreiben. Ich schaue mal kurz, dass ich, genau, dass ich wieder in IntelliJ zu Ihnen wechsle. Ähm, wir müssen nicht alles in diese Bounce-Methode reinschreiben sondern wir können selber unser Programm, wenn wir bestimmte Teilschritte haben, unterteilen. Und wir können für jeden dieser Teilschritte eine separate Methode erstellen und die dann in der Bounce-Methode aufrufen. Also wir unterteilen unser Programm in so verschiedene Anweisungsblöcke. Und das machen Sie, indem Sie nach einem bestimmten Schema in diesem Quellcode neue Methoden ergänzen den einen Namen geben und dann über diesen Namen hier in der bounce-Methode aufrufen. Wenn Sie sich jetzt noch mal, ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz den den Ablauf von unserem Computerprogramm. Ähm, wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, was gibt es denn so für Teilschritte? Und ich meine jetzt im Moment noch nicht ähm, dieses ominöse Turn Right, aber wenn Sie sich mal diesen Weg von Bouncer zu diesem roten Feld anschauen, gibt es da irgendwie so zwischen Schritte oder Zwischenergebnisse, die Sie vielleicht identifizieren könnten. Macht er ja seinen Weg von hier irgendwie auf dieses Hindernis und bleibt dann stehen? Ähm, Gibt es da irgendwie Abschnitte? Hat er irgendwann mal ein bestimmtes Zwischenziel erreicht? Fällt Ihnen da irgendwas auf? Wie Sie diesen großen Weg bis zur Plattform gehen, auf die Plattform gehen, fällt Ihnen dann noch das dritte da vielleicht gleich ein? Oder meinen Sie, vielleicht meinen Sie mit auf die Plattform gehen auch, dass er gleich auf dem roten Feld stehen bleibt? Okay, also irgendwie hinbewegen zum Hindernis, das sind so die Sachen. Stehen bleiben, ja, vielleicht auch. Ich glaube, Sie sind schon ähm, ziemlich gut dabei mit den Sachen, ähm, die Sie vorgeschlagen haben. Ich würde vielleicht noch ähm, nach, ich gehe zu der Plattform. Einen Teilschritt ergänzen. Ich klettere in Anführungsstrichen auf diese Plattform und dann ich bewege mich zum roten Feld. Der Weg zur Plattform und in der Zeile oben drüber ist der gleiche. Genau, wenn wir genau dieses spezifische ähm, Problem lösen wollen, benehmen Sie sich doch ein bisschen im Chat. Denken Sie dran, irgendwann kennen Ihre ganzen Kommilitoninnen ähm, Ihren äh, Nickname und wissen, wer sich dahinter verbirgt und dann sind Ihnen solche Sachen ganz peinlich. Außerdem sind wir alle erwachsen, können uns ein bisschen benehmen, auch in diesem informellen Setting. Okay, aber so drei Aufgaben hin zum Hindernis, aufs Hindernis und dann zum roten Feld. Und lassen Sie uns das mal, um unseren Code ein bisschen sauberer zu gestalten, zu strukturieren, so anlegen. Ich erzeuge eine neue Methode, die beginnt jetzt in den einfachsten Fällen immer damit, dass ich... Private Void hinschreibe. Das ist einfach quasi der Start von einer Methode. Wir erklären ihm im Laufe des Semesters, was dahinter steht. Aber so fängt eine neue Methode jetzt in den ersten Fällen an. Und dann vergeben wir einen Namen. Und eine Methode sollte immer einen Namen haben, der möglichst genau beschreibt, was in dieser Methode passiert. Und wenn ich jetzt eine Methode schreiben möchte, mit der Bouncer sich Ausgehend von seiner Startposition bis zum Hindernis bewegt, dann brauche ich da jetzt für irgendeinen Namen. Haben Sie einen Vorschlag für einen Methodennamen, der durch seinen Namen ausdrückt, dass, wenn diese Methode aufgerufen wird, Bouncer genau das macht, nämlich von seiner Startposition bis zum Hindernis erstmal hin sich bewegt. Irgendein Vorschlag für den Namen von dieser Methode. Move to Obstacle, das ist doch ein guter Name. Move forward, ich wäre jetzt fast mehr von ähm, Move to Obstacle angetan, weil der nicht nur sagt, dass er sich irgendwo hinbewegt, sondern auch ganz klar sagt, wo er sich hinbewegt tatsächlich. Move to block, äh, gerne auch. Ähm, Obstecke finde ich ein bisschen schöner, weil das so die Welt aufgreift. Und sie haben jetzt alle schon auf Englisch geschrieben, ähm, was vielleicht daran liegt, ähm, dass sie das eh schon wissen, dass ganz häufig irgendwie beim Programmieren ähm, Englisch benutzt wird, so als Sprache. Das müssen sie nicht. Sie können theoretisch auch auf Deutsch programmieren. Ähm, das ist ein bisschen schwierig äh, oder es ist ein bisschen unschön, weil diese Kommandos, die sind ja in Englisch verfasst, also... Das können wir nicht ändern. Es gibt kein Dreh links oder so. Und ähm, deshalb neigt man dazu, auch so Methodennamen ähm, dann häufig auf Englisch zu schreiben, weil die Computer, die, die Programmiersprache, die wir einsetzen, ähm, Wörter benutzt, die es auch im Englischen gibt. Das ist nicht Englisch. Also Turn Left ist sowieso äh, was, was ich mir ausgedacht habe. Aber auch sowas wie Private Void, das hat natürlich irgendwie eine Bedeutung werden wir merken, die sehr nah an dem ist, was auch dieses englische Wort bedeutet. Aber eigentlich ist das einfach nur ein Vokabel innerhalb der Programmiersprache Java, die eine bestimmte Bedeutung hat und für die man jetzt äh, zufällig Englisch einfach verwendet hat. Und damit man das nicht so mischt, diese Sachen, die ohnehin in Java auf Englisch sind und die, den Teil, wo wir kreativ sein können, zum Beispiel Methodennamen, verwendet man dann meistens ähm, auch englische Sachen. Wenn Sie das einheitlich durchziehen, können Sie theoretisch auch ähm, deutsche Bezeichner nehmen. Also ich könnte jetzt auch hier hinschreiben, bewege dich zum Hindernis. Aber wenn es irgendwie halbwegs klappt ähm, und wenn sie sich da so ein bisschen wohlfühlen schon in der Sprache, nehmen sie am besten Englisch. Schaut ein bisschen schöner im Zusammenspiel mit denen ohnehin. Ähm, Ohnehin äh, englischen Bezeichnern der Programmiersprache. Schwarze Blöcke können Sie nicht betreten. Das da macht bei uns einfach nichts. Also, Move to Obstacle. Das war der, ähm, der Vorschlag aus dem Chat. Äh, so eine Methode, nach dem Namen immer die geschweiften, äh, die runden Klammern. Da kann später auch noch ein bisschen was drinstehen. Und dann ein Block mit geschweiften. Klammern aufmachen und hier schreiben wir jetzt die Befehle rein, die immer ausgeführt werden sollen, wenn Bouncer, ähm, wenn äh, Bouncer sich zum Hindernis bewegen soll. Helfen Sie mir mal schnell. Ähm, was ist der Befehl, den Bouncer braucht, ähm, um sich bis zum Hindernis hinzubewegen, ausgehend von dieser Startsituation, auf der wir sind? Bouncer Move genau und zwar nur einmal. Also vielleicht nicht für die Leute, die sich schon auskennen, äh, die produktivste Art Methoden zu benutzen, wenn da nur eine Methode ein Befehl drin steht. Aber wir machen das jetzt mal so. Das heißt, wir haben jetzt ähm, eine abstrakte Anweisung Bouncer Move mit einem konkreten Ziel sich zum Hindernis bewegen in einer Methode zusammengefasst. Und wenn ich mich jetzt zum Hindernis hinbewegen möchte, als ersten Schritt in meinem Programm, dann kann ich dieses bouncer move ersetzen durch den Namen unserer Methode. Anstatt bouncer.move schreibe ich move to obstacle. Schließt das Ganze mit Klammern und Semikolon ab. Und wenn ich jetzt mein Programm starte, dann werden Sie sehen, dass das wieder genauso funktioniert wie vorher, obwohl wir diesen bouncer move Befehl rausgenommen haben. Weil, wenn unser Computerprogramm an diese Stelle gerät, es schaut, wo steht denn diese Methode, diese Methode findet und dann alle Befehle ausführt, die hier drin stehen. Machen wir gleich mal weiter. Jetzt stehen wir vor dem Hindernis und jetzt wollen wir auf das Hindernis klettern. Haben Sie da auch wieder einen Namen für einen Vorschlag für die Methode? Wie wir jetzt. Wir stehen. Ich lösche das hier mal raus. Wir können uns das, glaube ich. Merken, diese Kette anbefehlen. Aber so kann ich Ihnen ein bisschen schöner zeigen, äh, wo wir wieder stehen. Wir stehen jetzt hier unten. Wir wollen hier hoch und wir wollen das auch in eine Methode verpacken. Climb Obstacle Ride, right. Climb Obstacle. Mache ich gerne irgendwie sowas für Sie. Ähm, ich mache eine neue Methode. Die beginnt wieder mit Private Void. So beginnt jede Methode jetzt in den nächsten. Wochen und wir sagen "climb obstacle". Ähm, was wäre denn die richtige englische Präposition? Wahrscheinlich "climb on obstacle". Ich ähm, glaube, das sagt noch mal ein bisschen mehr. Wir wollen auf dieses Hindernis drauf. Und was sind die Befehle, die wir brauchen? Wir stehen unten äh, vor dem Hindernis. Ähm, wir schauen auf das Hindernis drauf. Sie erinnern sich, wir müssen einmal uns nach links bewegen und einmal nach vorne bewegen. Und dann können wir diesen, ähm, diesen Set an Set Instruktionen, was wir in diese Methode ausgelagert haben, in der Bounce-Methode auch wieder ausführen und aufrufen, indem wir ähm, den Namen, den wir unten vergeben haben, aufrufen. Sie sehen, hier kommt jetzt kein Bounce-Punkt mehr vor, weil das keine Befehle sind, die wir direkt an Bouncer geben, sondern wir rufen diese Methoden auf, die wir in unserem Programm ausgelagert haben. Jetzt führe ich das ganze Programm nochmal aus. Und wir sind hier, genau, richtige Anmerkung. Das stimmt, Sie haben völlig recht, wir hängen jetzt in der Luft. Irgendwie habe ich mir gerade eingebildet, dass das alles ist, was wir machen müssen, aber wir ähm, müssen natürlich hier mindestens noch einen Schritt nach rechts machen. Das heißt, zurück äh, in den Code. Danke für den Hinweis. Ähm, das, ist ganz, das ist übrigens eins der, der, der wichtigsten Sachen, wenn Sie jetzt anfangen zu programmieren. Wenn Sie eine Methode schreiben und deren Namen äh, suggeriert irgendetwas. Dann sorgen Sie auf jeden Fall dafür, dass ähm, Ihre Methode auch wirklich das macht. Sonst denkt sich irgendjemand anders, der vielleicht ihr Programm liest, ah, Climb on äh, Obstacle muss ich gar nicht mehr anschauen, was hier drin steht. Da wird Bouncer schon auch diesen Schritt nach rechts noch machen. Und in meinem Fall habe ich jetzt hier äh, eine Methode geschrieben, einen Namen vergeben, der was anderes suggeriert, als tatsächlich passiert. Das ändere ich jetzt ganz schnell, indem ich in dieser Methode noch die... Drei Befehle eingebe. Und ja, genau das machen wir gleich, äh, was äh, da im Chat vorgeschlagen wird. Ähm, aber erstmal ähm, schauen wir uns an, ob wir jetzt hier dieses Climb on Obstacle richtig gelöst haben. Wir drehen uns und bewegen uns einen Schritt nach vorne. Letzter Schritt, bevor wir uns mit diesem Turn Left nochmal beschäftigen, wäre vielleicht einfach ähm, zum, zum Ziel laufen, zu diesem roten Quadrat. Haben Sie da auch wieder einen Vorschlag? Ich würde jetzt wieder eine neue Methode anlegen, wieder mit Private Void und brauche jetzt einen Namen für die letzte Kette an Befehlen, ähm, die äh, Bounce dann nach vorne bewegen. Mal auf move to Red, Move to Goal. Ähm, Ja, wir, wir machen ganz bewusst immer neue Methoden, auch wenn da nur ein Befehl drin steht, um dieses Anlegen von den Methoden zu trainieren. Also eigentlich könnten wir auch einfach Bouncer.move machen, aber ich würde das jetzt gerne äh, in eine extra Methode packen. Ähm, Move to goal. Ähm, ja, dies, also für, für alle Leute, die jetzt schon erkennen, dass das so ein bisschen Overkill ist, denken Sie dran, was das für ein Kurs ist. Und manchmal trainieren wir ganz bewusst Dinge. Um der Dinge selber willen und nicht, weil das irgendwie performanter Code ist. Also, ich möchte jetzt einfach ganz, ganz viele Methoden mit Ihnen anlegen, damit das ähm, für die Leute, für die das neu ist, so schnell wie möglich ins Blut übergeht. Wie schreibe ich eine neue Methode? Was ist das eigentlich? Wie rufe ich die dann auf? Und wenn dann jetzt am Anfang mal nur ein Befehl drin steht, ist das halt einfach so. Da werde ich Ihnen dann auch oft genug äh, im, in, der nächsten, in den nächsten Kursen, äh, in den nächsten Sitzungen sagen, dass das eigentlich gar nicht so toll ist. Aber heute machen wir das einfach. Heute gibt es auch Methoden mit nur einem Befehl und ich nenne die jetzt mal Move to und ich sage nicht Goal sondern ich sage vielleicht ähm, genau später machen wir das nicht mehr so ich sag mal Target ähm, Move to Target ähm, Goal ist glaube ich semantisch vielleicht noch ein bisschen was anderes als ein Target Goal hat ja irgendwie sowas intrinsisches dass ein bestimmtes Ziel oder so erreicht wird und da ähm, Machen wir einfach nur noch einmal einen Move-Befehl und dann können wir auch diesen letzten Teilschritt unseres Programms Move to Target in unserer Bounce-Methode ausführen. Startet das Ganze nochmal und dann sehen Sie, jetzt macht unser Programm wieder genau das gleiche, was es vorher auch schon gemacht hat. Schaut aber nur ein bisschen anders aus. Ähm, Jetzt gibt es eine Sache, die wir ähm, noch verbessern können in dem Programm und zwar das hier. Da steht ähm, ganz oft Turn Left, Turn Left, Turn Left, weil wir uns nach rechts drehen möchten und wir können ja vielleicht schon mal so ein bisschen antizipieren, dass das nicht das einzige Mal ist, dass Bouncer sich nach rechts drehen soll. Äh, Sie können übrigens auch Methoden in anderen Methoden verwenden und genau das machen wir jetzt. Ähm, wir machen jetzt das, was so viele von Ihnen die ganze Zeit schon gewollt haben. Wir erstellen uns eine Methode, um das erste Mal den Funktionsumfang von Bouncer zu erweitern, private void wieder und jetzt endlich unsere turn -Right Methode. Und in dieser turn right Methode, das mache ich es mal ganz explizit, um zu zeigen, was wir hier eigentlich tun, nehme ich mir diese drei Befehle, ich schneide die aus aus dem Code und kopiere die hier rein. Also diesen kompletten Abschnitt an Befehlen, die notwendig sind, um Bouncer nach rechts zu drehen, kopiere ich mir in diese neue Methode. Und immer wenn ich jetzt in meinem Computerprogramm Bouncer nach rechts drehen möchte, schreibe ich hier nur noch den Namen von dieser neuen Methode rein, turnRight, und das war's dann. Das heißt, Sie können in den Methoden, die Sie selber erstellen, auch andere Methoden, die Sie selber erstellt haben, aufrufen. Jetzt haben wir endlich dieses turnRight an einer Stelle mal festgehalten und können das immer wieder verwenden. Ausführen, um immer zu schauen, ob ähm, unser Computerprogramm noch genauso abläuft, wie es ist. Und es läuft äh, immer noch so ab und wir können gleich weitermachen. Ähm, ich habe jetzt vielleicht noch so eine Viertelstunde Zeit, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, um ein bisschen mit Ihnen weiterzumachen. Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Ähm, haben Sie noch ein bisschen Zeit, um zwei, drei Sachen sich noch mit mir anzuschauen vor der Übung? Okay. passt. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen weiter und dann, wie gesagt, können Sie auch gerne ähm, langsam aufhören. Ich, Sie können sich das ja an den Rest am Ende noch anschauen. Und in dieser ersten Woche bin ich noch nicht so wieder drin in, in dem äh, dozierenden Game, das heißt, dass ich viel zu viel überziehe und so. Aber ich habe auch kein Problem damit, so, einen, so eine Zentralübung vielleicht einfach aus der Reihe noch mal. Äh, unter der Woche irgendwann morgen Abend oder so mit Ihnen zu machen ähm, und das dann aufzuholen. Und in der nächsten und übernächsten Woche halte ich mich dann auch an die Zeiten. Ähm, jetzt kommt die Frage, warum in der PowerPoint Public Void steht. Ähm, schauen wir uns gemeinsam an. Ähm, beides ist richtig. Also Sie können auch äh, anstatt diesem Private Public hinschreiben. Ähm, das hat jetzt erstmal für uns keine Auswirkungen. Also das können Sie am Anfang beides machen. Sie werden später merken, ähm, wenn Sie Ihre Programme schreiben, dass man häufiger dieses Private reinschreibt. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, was das eigentlich heißt, dieses erste Wort. Ähm, da können Sie Public oder Private hinschreiben. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die man... Eine andere Sache, die es dann noch gibt und eine indirekte. Und das heißt einfach oder das kennzeichnet einfach... <laughs> ähm, das, ähm, das kennzeichnet einfach, von wo diese Methode aufrufbar ist. Wenn da Public vorsteht, kann von überall aus Ihrem Programm heraus auf die Methode aufgerufen werden. Und wenn da Private steht, kann diese Methode nur innerhalb der Klasse aufgerufen werden, in der Sie sich gerade befinden. Das ist der Unterschied. Aber Sie können jetzt erstmal beides machen. In, der Übungsauf in den Übungen äh, machen Sie diese Sachen dann nochmal an anderen Beispielen. Beziehungsweise schauen Sie sich auch nochmal an, äh, wie Sie Ihre Arbeitsumgebung einrichten. Da steht jetzt auch das drin, was, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dass, oder steht jetzt in dem Text, den ich eingeblendet habe, dass jetzt am Anfang noch nicht alles so wichtig ist. Sie müssen nicht hundertprozentig verstehen, was diese Wörter bedeuten, sondern was Sie wissen müssen, ist, dass Sie neue Methoden anlegen können mit Public Void oder Private Void. Beides ist jetzt erstmal legitim. Dann einem Namen und dann einer Reihe von Befehlen. Und Sie können. Sich sicher sein, dass wenn sie diese Methode durch die Angabe des Namens aufrufen ähm, und äh, dann immer die Befehle ausgeführt werden, die sie dort in die Methode reingeschrieben haben. Das heißt, es ist quasi so ein Platzhalter. klein Obstacle ist ein Platzhalter für eine Kette an Methoden. Ähm, wir arbeiten nicht die ganze Zeit damit. zu so zwei Wochen nehmen wir uns mit Bouncer Zeit, zweieinhalb vielleicht und dann. Ähm, sind wir auch so weit, ein bisschen kompliziertere Dinge zu tun? Ähm, was wir uns jetzt noch anschauen können, sind einmal Möglichkeiten, wie wir Be Befehle wiederholen können, und andere Sachen, äh, und eine zweite Sache, nämlich wie wir Bouncer dazu bringen können, uns so ein bisschen Informationen über seine Umwelt zu geben. Dieses Wiederholen ist was ganz Wichtiges weil Sie vielleicht schon äh, gemerkt haben, Bouncer Turn Left, Bouncer Turn Left, Bouncer Turn Left schaut irgendwie komisch aus. Irgendwie schaut das nicht richtig aus. Wir geben dreimal den gleichen Befehl ein, um Bouncer nach rechts zu drehen. Und ähm, da gibt es bestimmt irgendwie eine schönere Art und Weise, das zu tun. Wenn Sie den gleichen Befehl ganz, ganz häufig wiederholen müssen, dann setzen Sie in der Programmierung sogenannte Schleifen ein. Ganz konkret die Vorschleife, die es Ihnen erlaubt, einen Befehl oder eine Menge von Befehlen, das muss nicht nur einer sein, für eine bestimmte Anzahl an Vorgängen zu wiederholen. Und das ist jetzt vielleicht bei diesem Turn Left, Turn Left, Turn Left noch nicht so super wichtig, aber wenn Sie diese Stellen 100 mal wiederholen müssen oder diese befehle dann wird das irgendwann ziemlich viel code den sie ausführen müssen oder raufschreiben müssen in ihren quelltext deshalb gibt es diese möglichkeit für uns mit hilfe von schleifen äh, zu definieren dass ein bestimmtes set ein block an befehlen eine bestimmte anzahl an durchgängen wiederholt wird und dann haben wir wieder so einen platzhalter geschaffen anstatt dieses turn left dreimal zu schreiben schreiben wir eine schleife die diesen befehl dreimal ausführt das schaut ähm, im Code dann so aus, auch hier wieder so ein paar Sachen, die Sie sich jetzt auf jeden Fall merken müssen und ein paar Sachen, die wir im Laufe der zwei, nächsten zwei und drei Wochen dann so langsam genauer erklären. Aber wenn Sie jetzt den Wunsch haben, dass ein Befehl oder eine Reihe von Befehlen mehrfach ausgeführt wird, dann schreiben Sie in Ihren Code for und dann in Klammern dieses int i gleich 0. I kleiner n. n ist ein Platzhalter, den wir noch ersetzen müssen. i, Klammer zu und dann ein Block an Anweisungen. Was heißt das? Ähm, wenn Java auf so eine Stelle stößt, dann schaut es sich an, was in dem sogenannten Schleifenkopf, das ist die erste Zeile, drin steht. Und je nachdem, was für eine Zahl sie für diesen Platzhalter n einsetzen, wird genau so oft, wie da steht, dann die Befehle ausgeführt, die in, in den geschweiften Klammern stehen. Das heißt, wir müssen dann noch einmal TurnLeft reinschreiben. Und wenn wir diesen Befehl dann dreimal ausführen möchten, dann äh, ersetzen wir dieses n in unserem Quellcode durch 3 und dann weiß Java, dass es diesen einen Befehl Turnleft dreimal ausführen muss. Ähm, was da sonst noch so in diesem Methodenkopf drin steht, schauen wir uns im Laufe des Semesters äh, genauer an. Jetzt gilt erstmal, wenn Sie Bouncer irgendwas dreimal las äh, machen lassen möchten, dann schreiben Sie so eine Schleife und genau das ähm, können wir jetzt nochmal im Code auch tatsächlich tun. Gibt es irgendwo eine Stelle, ähm, die Sie hier sehen, äh, wo sich vielleicht so eine Schleife anbieten würde? Steht mehr oder weniger schon auf den Folien. Aber helfen Sie mir und sagen Sie mir wo sehen Sie hier im Quellcode eine Stelle die man vielleicht schön mit so einer Schleife optimieren kann turn right genau dann machen wir das doch mal ich schreibe mir meine Schleife rein auch hier wieder wie bei den methoden das ist jetzt für die ersten zwei Wochen erstmal so, dass Sie sich antrainieren sollen, das einfach so aufzuschreiben, wie es da steht. Und Sie werden das ganz oft machen und das wird jetzt am Anfang immer den gleichen Aufbau haben. For int i ist gleich 0, ähm, i kleiner, wie oft wollen wir das ausführen? Dreimal und dann i plus plus, Block auf mit der geschweiften Klammer, Block zu. Und da drin den Befehl, der wiederholt werden soll. Bouncer Turn Left. Den Rest können wir rauslöschen, weil das ja halt schon in dieser Schleife drin ist. Ganz kurz, damit es nicht so komplett mysteriös ist, was heißt das hier eigentlich? Ähm, was wir hier machen, ist, wir ähm, legen eine sogenannte Variable an. Die hat am Anfang da ist der Wert 0 drin gespeichert. Variable sagt ihnen wahrscheinlich noch so ein bisschen was von. Aus dem Mathematikunterricht und wir geben ähm, Java den Befehl, diese Methode, äh, diese Variable schrittweise bis zu diesem Wert zu sogenannten äh, zu inkrementieren. Das heißt, schrittweise wird immer um einen Schritt diese Zahl 0 so lange erhöht, bis die den Wert 3 erreicht hat, beziehungsweise vorher hört es schon auf. Und jedes Mal, wenn dieser Wert um 1 erhöht wird, wird werden die Befehle ausgeführt, die in diesen geschweiften Klammern stehen. Das ist so ganz grob, das, warum hier diese kryptischen Sachen im Methodenkopf stehen. Sie können das aber wirklich für die ersten beiden Wochen einfach so akzeptieren. Das Einzige, was Sie jetzt immer ändern müssen, wenn Sie mit Bounce arbeiten, ist diese eine Zahl. Wenn Sie sich siebenmal umdrehen wollen, schreiben Sie siebenmal rein. Wenn Sie sich 1337 mal umdrehen möchten, schreiben Sie die Zahl rein. Und wenn Sie sich, wie es hier sinnvoll ist, dreimal nach links umdrehen möchten, ähm, dann funktioniert das. Genau, das, so eine Vorschleife schaut in Java immer so ähnlich aus. Also kann ein bisschen unterschiedlich ausschauen, aber das werden Sie auch im Laufe des Semesters immer wieder erkennen. Vielleicht schaut es ein ganz kleines bisschen anders aus, vielleicht sind hier andere Zahlen, vielleicht andere Variablen oder so, aber dieser Aufbau ist immer der gleiche. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, ob unser Computerprogramm noch das, ah, das erste Mal... Ein Fehler, der aufbringt. Irgendwas ist in unserem Programm jetzt falsch, deshalb kann das nicht ausgeführt werden. Und das ist was, was ich Ihnen noch gar nicht gesagt habe, was Sie aber auf jeden Fall schnell merken werden. Dieses Programm, was wir schreiben, das muss gewissen Regeln folgen. Wenn wir diese Regeln missachten, dann versteht Java oder unser Computer dieses Programm nicht mehr und dann weigert es sich, das auszuführen. Und die Regel, die ich jetzt hier verletzt habe, ist, dass jede Klammer, die hier aufgeht, auch wieder zugehen muss. Wenn Sie sich mal anschauen, diese Klammer geht hier zu, diese Klammer geht hier zu, diese Klammer geht hier zu, und so weiter und so weiter. Aber diese oberste Klammer hier ganz oben, die wird nicht mehr geschlossen, weil hier unten ein Semikolon fehlt. Das habe ich gerade aus Versehen gelöscht. Das mache ich jetzt wieder rein. Dann ähm, wird hier diese Methode geschlossen, der Methoden, äh, der, die gesamte Klasse wird auch geschlossen und dann funktioniert es wieder. Diese zwei Pluszeichen nochmal, das müssen Sie jetzt in dieser Woche äh, gar nicht wissen, das ist einfach die Anweisung, dass dann um 1 hochgezählt wird. Also von 0 wird bis 3 in Schritten von 1 hochgezählt und mit jeder Hochzählung wird dieser Befehl einmal ausgeführt. Probieren wir es mal aus, ob es funktioniert und es klappt wunderbar. Okay. Eine Sache möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen, nach den Schleifen, und zwar, da das Ganze, was ich Ihnen jetzt gerade erklärt habe, noch mal nachzulesen. Das Letzte, was wir uns jetzt anschauen möchten, noch sind Bedingungsprüfungen. Es gibt langweilige Programme, das ist so ein bisschen das, was wir gerade gemacht haben. Einfach eine Kette von Anweisungen, und ich habe Ihnen das auch, das habe ich das erste Mal vergessen umzuschalten ähm, was, äh, was sie jetzt hier auf den Folien jetzt hoffentlich wieder sehen es gibt einmal so langweilige Programme ähm, da steht einfach eine Reihe von äh, Befehlen drin ähm, die der Reihe nach ohne irgendwelche Abweichungen ausgeführt werden und dann passiert so wie jetzt hier bei uns so bewegt sich irgendwie passiert schon das was wir wollen aber es ist nicht so wirklich interessant. Es sind langweilige Programme. Alle Befehle stur von A nach B, bis zum Ende ausgeführt in einer Reihe und niemals anders. Ihr Programm wird sich niemals anders verhalten, macht immer genau das, was Sie da durch die Kette an Befehlen angegeben haben. Bouncer führt stur einen Befehl nach dem anderen aus. Interessante Programme haben Verzweigungen. Da fragen wir Bouncer nämlich: Wo stehst du gerade? Wie schaut die Welt aus? Und Je nachdem, wie die ausschaut, mach vielleicht unterschiedliche Dinge. Beweg dich vielleicht nach vorne und wenn du irgendwie vor einer Wand stehst, dann dreh dich erstmal. Und wenn du nicht vor einer Wand stehst, geh direkt ein Feld weiter. Und schau dich dann vielleicht um und sag uns, auf was für einem Feld stehst du gerade, was ist die Farbe? Und je nachdem, auf was für einer Farbe du stehst, färbt dieses Feld vielleicht unterschiedlich ein. Interessante Programme. Haben Verzweigungen, das sind Entscheidungsbäume am Ende. Und sowas können wir in unserem Programm ähm, tatsächlich auch gestalten. Wir können Bouncer-Dinge halt fragen ähm, und das im Code, im Quellcode abbilden mit sogenannten if-else-Verzweigungen. Das schaut in Java dann so aus, dass wir ähm, dieses Wörtchen if, das kennen Sie aus dem Englischen, ähm, falls heißt es ja, eine bestimmte Bedingung und Bedingungen sind sowas wie Bouncer steht vor einem blockierten Feld oder Bouncer kann sich nicht nach links bewegen oder Bouncer steht auf einem roten Feld. Falls das auftritt, dann für einen bestimmten Befehl aus und falls was anderes äh, zutrifft, also falls diese Bedingung nicht zutrifft, dann für andere Befehle aus. Und das machen wir wieder mit Blöcken. Das heißt innerhalb dieser If-Bedingung geben wir über geschweifte Klammern ein Set an Befehlen, an die jetzt nicht mehr jedes Mal, wenn unser Programm ausgeführt werden, ausgeführt wird oder ähm, gestartet werden, sondern nur, wenn die Bedingung in dem Moment, wo dieser Befehl ausgeführt werden soll, tatsächlich zutrifft. Also Bouncer kann äh, einzelne Befehle äh, in Abhängigkeit von bestimmten Situationen oder Zuständen erledigen. Und damit machen wir unsere Programme interessant. Wir... Fragen bei Bouncer halt Dinge. Wir können Alternativen im Code kodieren. Er kann nicht mehr nur eine Sache machen, sondern je nachdem, wo er sich gerade befindet und wie die Situation ausschaut, kann er unterschiedliche Dinge tun. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die Sie bei uns halt fragen können. Sie können ihn zum Beispiel fragen, ob du dich nach vorne bewegen kannst. Es gibt immer auch das Negative. Also Sie fragen bei uns halt ganz explizit: Kannst du dich nach vorne bewegen? Kannst du dich nicht nach vorne bewegen? Und sie geben dann für diese beiden Fälle vielleicht an, was Bouncer tun soll. Wir werden später merken, dass man das auch kürzer machen könnte, aber jetzt am Anfang ist es das wichtig, dass wir diese unterschiedlichen Bedingungen haben. Wir könnten Bouncer fragen, ob er sich in bestimmte Richtungen bewegen könnte, wenn er sich vorher in die Richtung dreht. Und wir können ihn fragen, ob er auf einem Feld mit einer bestimmten Farbe steht. Und das können wir nutzen in Kombination mit einer neuen Art von Schleife, nämlich der Wildschleife. schleife Wir lernen jetzt heute zwei komplett neue Schleifen schon. Die Vorschleife erlaubt es uns, ähm, eine bestimmte Anzahl, einen Befehl, eine bestimmte Anzahl an häufig, einen ein, ein bestimmten Befehl, eine, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das formuliere, jetzt ist es glaube ich ein bisschen zu spät für mich auch schon. Mit der Vorschleife sorgen Sie dafür, dass ein bestimmter Befehl eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen ausgeführt wird. Ich glaube so. Klappt es einigermaßen? Mit der while-Schleife sagen Sie nicht, dass ein Befehl eine bestimmte Anzahl an Ausführungen äh, ausgeführt werden soll, sondern Sie sagen, dass ein Befehl so lange ausgeführt werden soll, wie eine bestimmte Bedingung vorliegt. Also wir verknüpfen diese Möglichkeit, Bouncer zu fragen, ähm, wie es in seiner Welt ausschaut, mit einer Schleife und wir sorgen dafür, dass er so lange einen Befehl ausführt, bis nach einem Ausführen dieses Befehls plötzlich eine Situation eintritt, die äh, dafür sorgt, dass eine bestimmte Bedingung nicht mehr vorliegt. Also, while-Schleifen, zweiter Schleifentyp, schaut im Code so aus, dass Sie dieses Wörtchen while benutzen, anstatt das Wörtchen vor, dann eine dieser Bedingungsprüfungen, die ich Ihnen gerade auf der anderen Folie gezeigt habe, ähm, reinschreiben und dann sagen, was bei uns er tun soll, wenn diese Situation eintritt und diese neue möglichkeit können wir jetzt nutzen, um in dem letzten schritt noch einmal unser programm zu erweitern und zu verbessern, indem wir ähm, uns mal anschauen, ob es irgendwo eine stelle gibt im quellcode, wo wir vielleicht ähm, noch mal eine, ähm, eine kleine veränderung durchführen können vor dem hintergrund, dass wir ähm, Vielleicht schon mal darüber nachdenken, dass Bouncer nicht immer auf diesem gleichen Startfeld ähm, startet, sondern vielleicht auch irgendwo anders, ein bisschen weiter weg oder ein bisschen näher an dem Hindernis steht. Ähm ich glaube, Sie schlagen schon das, vor das Richtige vor. Wir könnten uns mal anschauen, wie wir äh, aus diesem While ein Konstrukt zusammenbauen, was es uns erlaubt, hier nicht mehr nur oder was es uns erlaubt, diese Aufgabe sich zum Hindernis zu bewegen, unabhängig von der Startposition von Bouncer in der letzten Zeile machen. Und kommt jetzt ganz häufig schon der, äh, der richtige Befehl wir, oder der richtige Ansatz. Wir lassen Bouncer diesen Befehl bouncer.move so lange wiederholen, bis er vor dem Hindernis ankommt. Und das können wir herausfinden, indem wir jedes Mal, wenn er sich bewegt hat, fragen, äh, ob er sich denn noch nach vorne bewegen kann. Weil wir wissen, wenn er sich nicht mehr nach vorne bewegen kann, dann hat er dieses schwarze Hindernis erreicht und ähm, kann dann ähm, mit dem nächsten Schritt weitermachen. Und wenn irgendwann mal diese Bedingung für eine Wildschleife nicht mehr vorliegt, weil es die Frage im Chat ähm, kommt, dann hört. Ihr Computer auf, diese Schleife auszuführen, und macht mit dem nächsten Befehl, der nach der Schleife kommt, weiter. Ich zeige Ihnen das jetzt noch mal im Code. Ich schreibe mir jetzt so eine while-Schleife. Ich frage in der Bedingung, Bouncer, kannst du, dich, ähm, kannst du dich nach vorne bewegen? Solange Bouncer mir auf diese Frage mit Ja antwortet, soll er das auch tun und sich einen Schritt nach vorne bewegen. Und wenn er das irgendwann nicht mehr kann, wenn er das irgendwann nicht mehr kann, also wenn er auf diese Frage mit Nein antwortet, dann wird dieser Befehl nicht noch ein neu, äh, erneutes Mal ausgeführt, sondern es würde ähm, mit dem nächsten Befehl, der nach dieser Schleife kommt, äh, weitergemacht werden. Und wenn das das Ende von der Methode ist, würde mit der nächsten Methode äh, weitergemacht werden. Schauen wir mal, ob das im Code auch so funktioniert. Ich führe jetzt nochmal das Ganze aus und Sie sehen, es passiert wieder das Gleiche. Aber wir können jetzt mal testen, ob dieser Ansatz wirklich funktioniert, indem ich Ihnen zeige, wie diese Welt von Bouncer ausschaut. Ich habe ja gesagt, hier in dieser Load Map Methode ähm, wird ähm, immer angegeben, in welcher Welt ähm, Bouncer unser Programm starten soll. Und. Ähm, diese Welt ist definiert durch so eine XML-Datei. Sagt vielleicht dem einen oder anderen äh, schon was. Das ist so eine strukturierte Datei, in der ganz viele Informationen drinstehen. Unter anderem, wo Bouncer startet. Das sind die X und Y-Koordinaten von dieser, ähm, von dieser äh, zweidimensionalen Welt. Welche Hindernisse, welche Felder Hindernisse sind, welche Felder markiert sind mit einer Farbe. Und wenn ich jetzt hier Bouncer nicht mehr auf der Koordinate x gleich 5 starten lasse, sondern x gleich 1, mein Programm ausführe, dann startet er hier hinten und ich muss nichts an meinem Computerprogramm ändern. Es macht trotzdem das gleiche, weil wir gerade eben schon ähm, wohl wissen, dass das passieren kann, diesen Weg zum Hindernis von einer beliebigen Position aus von dieser unteren Zeile implementiert haben. Es Ist jetzt völlig egal, wo Bouncer steht. Er bewegt sich so lange nach vorne, bis er vor diesem Hindernis auf äh, zum Stehen kommt, nicht mehr weiter kann und dann mit dem Rest von unserem Programm weitermacht. Und ich würde vorschlagen, dass wir ähm, es damit vielleicht für heute mal sein lassen. Ähm, Sie können in die Folien schauen, dann werden Sie da noch äh, einen kleinen Hinweis finden, wie Sie ähm, über Kommentare sich in Ihrem Quellcode ein paar Notizen machen können. Ähm, und ähm, dann ähm, glaube ich, sind Sie ganz gut vorbereitet, um auch selbstständig die ersten kleinen Probleme mit äh, Bounce halt in den Übungsaufgaben zu lösen. Ähm, die Übungen beginnen ähm, direkt morgen. Ähm, hat Jürgen auch gerade geschrieben und äh, vielleicht nochmal der Hinweis, falls Sie das in Discord verpasst haben. Äh, wenn Sie möchten, steht immer, ich glaube, eine Viertelstunde vorher, korrigiere mich Jürgen, wenn es nicht stimmt, ähm, Ihr Tutor an der Kugel oder Ihre Tutorin äh, auf dem Campus und äh, führt sie dann auch zu dem richtigen Zipul. Die sind nämlich wirklich manchmal ein bisschen schwer zu finden. Also nutzen Sie das, da können Sie sich auf dem Weg auch noch ein bisschen unterhalten. Ähm, beginnt alles ab, ähm, ab morgen dann. In den Übungen. Und wir treffen uns ähm, wieder nächsten Dienstag in der Vorlesung ähm, ab 12 Uhr im Hörsaal oder in Zoom, wenn Sie möchten. Und dann abends wieder hier in der Zentralübung. Und ich verspreche, dass ich mich ein bisschen besser an die Zeit halte. Ich schicke Ihnen die oder ich stelle Ihnen die Aufzeichnung von dem Stream hier dann auch ab morgen in allen Kanälen bereit. Wenn Sie es nochmal nachschauen möchten, können Sie aber auch direkt im Anschluss auf Twitch sich das Ganze anschauen. Das war's von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt vielleicht noch fünf Minuten hier im Chat, wenn es Fragen gibt. Aber ansonsten würde ich Sie in den wohlverdienten Feierabend entlassen und ähm, wünsche Ihnen alles Gute nochmal für den Studienstart und dann bis nächste Woche. Ciao.